Ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, endlich einmal. Ich bin, also erstens mal, ich finde lustig, dass wir so viel über Twitch-Flüsternachrichten hin und her geschrieben haben. Weil das ist, finde ich, find ich, der umständlichste so Chat-Service, den es im ganzen Internet gibt. Das stimmt. Und ich bin außerdem schlecht in Planen und Termine einhalten. Das heißt, es ist eigentlich eines der, wie viele Weltwunder gibt es hier? Es ist das achte Weltwunder, dass ich es heute hergeschafft habe, pünktlich und nicht vergessen habe. Was auch schon passiert ist. Naja. So ist das. Okay, mein toller Befehl hat auch Doch, funktioniert, ein hervorragend. Shoutout. Ja, das habe ich auch erst neu eingerichtet noch hier bevor. Das ist halt auch, dass wir jetzt Shoutouts machen können. Hervorragend. Stark. Ja, wir wollten uns ja einfach mal so locker zusammenfinden und ein bisschen auf entspannt quatschen. Weil du hast ja immer so fürchterlich anstrengende Gespräche auf Twitch mit allen möglichen, teils sehr, sehr wilden Leuten. Und vielleicht ist das dann hoffentlich so ein bisschen Ja, mehr Erholungsprogramm für dich na, heute. es ist Blutdruck senken auf jeden Fall, das, was hier heute passieren wird. Das ist schon mal sehr begrüßenswert. Naja, also ich rede halt mit diesen Leuten, erstens mal, weil ich es lustig finde, über dumme Menschen im Kreis herumzulaufen und sich auszulachen, das macht Spaß. Aber andererseits, weil die halt auch eine große Öffentlichkeit haben, wo, glaube ich, Menschen dabei sind, die nicht ganz überzeugt sind von dem Scheiß, was sie glauben, aber halt irgendwie lost sind. Und ja, wenn man denen irgendwie hilft, ja, man kann links sein und trotzdem nicht so verzwackt sein und da einfach Menschen abzuholen, die vielleicht erreichbar sind. Ist auch ein Nebenprodukt, aber Hauptthema ist einfach, dass man sich über Idioten lustig macht. Was auch Also, mal dazu gehört, weil es ist Frust ablassen ein bisschen. du suchst dann auch mal bewusst den Dissens. Guckst ja halt so ein paar Leute raus, wo du schon merkst, der Content Ja, es da ist von sind ein Mal paar zu Mal Fragezeichen. unterschiedlich. Also das Gespräch mit Leon Lovelock, was ich vielleicht gesehen habe, das kam spontan zustande. Dann das Gespräch mit diesem einen Anarchisten, diesem NCAP, das habe ich mir selber ausgesucht. Und das Gespräch mit diesem einen Typen, der gesagt hat, die Nazis waren links, das habe ich mir auch ausgesucht. Also es ist mal so, Das aber immer lustig. Gespräch habe ich nicht gehört mit die Nazis waren Hast nichts links. verpasst, die letzten 10 Minuten sind lustig, wo ich ihn dann beschimpfe. Also Ja. vielleicht wollt ihr euch das reinziehen. Ja, tatsächlich ist das eine Diskussion, die wir auch sehr, sehr viel geführt haben, weil wir hatten ja so eine etwas umfangreichere Folge für unsere Verhältnisse zum Thema Faschismus gemacht. Und das war sogar, glaube ich, eine der gängigsten Diskussionspunkte. Also auch damals schon bei unserer Folge zur AfD und gerade den Höcke-Part, den wir da gemacht haben. Aber das ist wirklich etwas, wo wir sehr, sehr viel mit Leuten drüber sprechen mussten. Was auch, ja, sogar einen Ob er ganzen überhaupt Part. Faschismus über Faschismus spricht, oder? Nee, sondern genau im Kern über diesen Punkt, dass Leute eigentlich vor allem anhand eben der Nazis ausmachen wollen, dass Faschismus eigentlich ein linkes Phänomen war. Ach so, das, ja. Ja. Das scheint jetzt irgendwie in so Das heißt doch Verschwörungs. Sozialismus. Also. Ja, es steckt ja schon im Wort drin. Das Ja. scheint jetzt Sind in wir so einfach Versch nur doof? scheint in Verschwörungskontexten jetzt der heiße Shit zu sein gerade. Ja, ich glaube, es ist so ein älteres Video von, es gibt diesen einen Kanal, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, irgendwie Historia Germania oder so, und der lädt immer mal wieder so kleine Schnipsel aus so historischen Debattenbeiträgen irgendwie vertont, irgendwelche Rundfunksachen oder so von Historikern hoch als kurze Videos. Und da wurde, glaube ich, auch nochmal so ein 8-Minuten-Ding, was dann viral gegangen ist, hochgeladen von irgendeinem Historiker, der dann drüber spricht, dass die Nazis eigentlich links waren. Kann es sein, dass es der andere Spani war? Weil der ist, der hat diesen Take mal gebracht. Das kann gut sein. War das so ein, also natürlich, okay, es war ein weißer alter Mann, klar. So leicht korpulent. Leicht Sah korpulent, ein der in bisschen wie so einer Adorno Talkrunde aus. gesessen ist mit vier, fünf Menschen, oder nehme ich mal an. Kann das sein? Ja, ich meine, also ich glaube, wir meinen das gleiche Video. Okay, ja. Ja, das ist der Arnold Sparing. Der hat auch den Thilo Sarrazin ganz cool gefunden. Also aus der Richtung kommt es. Ich kann euch übrigens nicht hören, falls ihr gerade über mich gelästert So, nee, wir habt. hatten nur Technisches noch einmal I angesprochen. see. Ich sehe, euer neuestes Abo ist von Kropotkins Abendbrot. Das ist ein cooler Name. Ja, bei uns haben nur Shoutout an alle in der den. Naja. Community coole Namen, ne?
Aber ich finde es halt ohne Witz total witzig, wichtig, was du machst. Auch witzig, aber wichtig, weil dieses Fronten von diesen ganzen Positionen ist halt ja nicht nur für dich unterhaltsam, sondern es ist auch eine wichtige Arbeit, was halt eben auch wenig Linke machen. Also sich halt auch dann mit anderen Positionen auseinanderzusetzen, die nicht dem gleichen Einheitsbrei entsprechen, wo man eben nicht so entspannt halt da sitzen kann und sprechen kann, sondern wo man sich wirklich bemühen muss. Wo es kein Circle Jerk ist, ja. Ja, und da halt wirklich die andere Position zu entkräften, und deswegen finde ich es sehr wichtig, und das finde ich ist ja auch oftmals sehr gut gelungen. Ja, also es freut mich erstmal, dass es euch gefällt, aber ich muss sagen, ich hadere da jetzt immer wieder in letzter Zeit damit, weil ich das sehr anstrengend finde. Also je mehr, also ich bin in letzter Zeit sehr im Lesen vertieft, ich will jetzt nicht damit flexen, aber es ist einfach das. Dass die ganze Zeit in meinem Kopf herumgeht und dieses Wegkommen von diesem Twitch-Scheiß mit Idiotenreden, die ganze Zeit mit Twitch-Clips und mit Tweets konfrontiert zu werden von Personen, die ich eigentlich, von denen ich eigentlich nichts hören will. Also dieses Jahr, ich finde es wichtig, dass ich mich da aussetze und mit Personen umgebe und mit Personen spreche, die ich einfach wirklich sehr wenig mag. Das ist die höflichste Formulierung. Aber es ist schon was Anstrengendes, wo ich mir überlege, ja, wie lange will ich das und wie oft will ich das machen? Aber da muss man mal über den inneren Schweinehund überwinden. Aber ich glaube, das ist ja auch eine große Diskussion so in der US-amerikanischen Linken gewesen, weil da hatte sich ja auch so ein bisschen so dieser Charakter vom Debate Bro rauskristallisiert. Ja, was ich ja zweifellos bin. Also ich weiß nicht, Ja. mir haben auch Leute, die ich als Debate Pro bezeichne, das schon vorgeworfen. Also. Ja, ich würde ja auch sagen, dass du so ungefähr da reinpasst. Ja. Was man ja aber auch sagen muss, was jetzt also ich würde sagen, das hat eben fragwürdige Elemente, aber da kann man ja trotzdem sagen, dass das auch einen wichtigen Zweck erfüllt. Aber natürlich kann man dann gleichzeitig eben nur noch sich in diese Schlachten reinbegeben und im schlimmsten Fall dann auch vor allem daraus primär so individuelle Fäden machen. Und ich glaube, ab da wird es dann auch, ja, entwickelt sich da eigentlich so eine Art von links-rechter Celebrity Culture, wo man dann eigentlich so ein bisschen wie bei, weiß ich nicht, den diversen Trash-Formaten oder so einfach nur darauf wartet, treffen sie sich jetzt bei Are You The One, treffen sie sich jetzt bei Ex on the Beach oder so und prügeln einander irgendwie rhetorisch die Scheiße raus. So, und ab da Ja, wird es nein, dann das ist natürlich dumm. irgendwie, ist wahrscheinlich auch Ja. nicht nur fürs Außenbild, sondern auch für einen selber irgendwie von der Psyche schwierig. Aber man kann damit auch gutes Geld verdienen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das für die Psyche unbedingt schwierig ist. Also ich kann Leute beleidigen, dann werde ich halt beleidigt und das macht mir nichts aus. Aber wenn ich jetzt ein Thema ernst nehme und mir den Kopf darüber zerbrochen habe und dann halt drüber rede und dann bin ich immer wieder mit dummer Scheiße, konfrontiert. Ich glaube, das ist noch viel anstrengender als irgendwie, ja, in Beleid, also so in Schlammschlachten hineinzukommen. Also ich habe das über Themen zu reden, die mir, also wenn jetzt einfach nur diese herumstreiten, das finde ich jetzt nicht das mental Anstrengende, eher das Themen ernst nehmen und oder einfach gewisse, ja, Leidenserfahrungen ernst nehmen und dann auf der anderen Seite einfach jemanden zu haben, der sagt, ja, nein, aber das war genau richtig und ich füge den Menschen jetzt nochmal mehr Leid zu und so. Also das ist, finde ich, eher das Ding. Weil wenn du einfach drüber stehst und sagst, nein, ich mache das nur für meinen Content und ist mir eigentlich scheißegal, naja, dann ist nicht wirklich was da, was verletzt werden kann. Aber wenn du dich selber mit diesen Ideen irgendwie identifizierst oder mit irgendwie anderen Personen, für die du das machst. Weil ich kann sagen, mir persönlich geht's gut. Sehr schön. Ich bin jetzt nicht derjenige, der am meisten unter dem kapitalistischen System leidet. Aber ich denke halt an Freunde von mir, die Studierend sind. Also ich meine, Studierende, denen geht es jetzt auch nicht am allerschlechtesten, aber die haben halt schon Existenzängste. Und dann für diese Menschen zu argumentieren und dann einfach mit Leuten konfrontiert zu werden, die sagen, nein, es ist aber eigentlich voll gut, dass denen jetzt so schlecht geht, weil die haben es eh nicht verdient, weil die irgendwie ja nicht produktiv sind für die Gesellschaft etc. pp. Das ist dann eher so das, was mich stört. Ich soll aus meinem Chat fragen, seid ihr vegan? Weil wir haben hier die vegane Antifa. Nee. Nee, tatsächlich Nein. nicht. Wir waren Ich habe heute eure Story Brötchen gesehen. Ich habe essen. es gewusst. Ich wollte nur, dass ihr das Big Monte ins Gesicht sagt. So, ja, Big Monte war ja auch schon drin. Aber natürlich ist das voll okay, so vegan zu sein, und auch gegen Massentierhaltung zu sein, ist sowieso sinnvoll.
Nein, ich habe dazu ja die allerschlimmste Position. Ich erkenne alle Argumente an, nur ja, ich esse halt gern Mozzarella. Das ist bei uns so der Meme in der. Ich lebe eigentlich in der schlimmsten aller Welten. Ich erkenne, dass ich moralisch versage und ich bin einfach zu schwach, um mich drüber hinwegzusetzen. Aber das kommt. Aber nur Mozzarella? Nein, es sind noch ein paar andere Dinge. Allgemein Käse ist geil. Ohne Fleisch könnte ich fix. Das ist für mich kein Problem. Das ist kein Problem. Wäre schon schöner, aber das halte ich aus. Aber es sind halt die, ja, so Käse und Joghurt, da bin ich halt voll drin. Ja, da kann man ja auch moralisch jetzt nicht wirklich mithalten, das ist ja auch klar. Ja gut, reden wir nicht über Veganismus. Also, ihr habt, wenn ich jetzt mal auf das Thema kommen kann, ihr habt 5 Phasen so ausgebreitet in eurem Podcast. Vielleicht ganz kurz als Kontext, also um Folge 100, ne? Die genau. Haben wir dir im Vorfeld so geschickt, weil, um das kurz einzuleiten, wir haben halt immer so ein bisschen, speziell ich habe ab und zu deine Streams geguckt und dann hast du, wenn du jetzt gefragt wurdest von Proletopia und so weiter, wo dann immer wieder gesagt wurde, ja, du verstehst dich ja als Anarchist und so. Und dann hast du halt immer gesagt, ja, aber für mich ist das halt nicht so vordergründig, ne? Also das ist halt eher so eine Sache wie so eine Utopie im Hinterkopf, die man sich halt bewahrheiten sollte, aber die jetzt halt für, wo ich jetzt halt das nicht die ganze Zeit propagiere oder die ganze Zeit darüber rede und so. Und dann war das so ein bisschen bei mir der Gedanke, hey, das wäre doch gut, dich da so etwas herauszufordern, um dann mit uns darüber zu sprechen. Und dann habe ich dir mal diese Folge geschickt, wo wir so unseren Weg zu einer sozialen Revolution und ein bisschen darüber hinaus vom jetzt bis dann halt eben beschreiben in diesen 5 Schritten, die du genannt hast. Ja, genau. Vielleicht kann ich meine Position da ein bisschen präzisieren, weil ich würde sagen, und das ist auch das, wo, glaube ich, sich viele Linke drunter vereinigen können, dass die Schritte hin zu einem Sozialismus, hin zu einem Anarchismus, hin zu unterschiedlichsten Formen, egal, die sind meiner Ansicht nach häufig dieselben in den ersten. Also es geht darum, dass man irgendwie ein Klassenbewusstsein schafft, dass sich die arbeitende Klasse als Gemeinschaft versteht, dass man nicht sich in diesen nationalen Kategorien denkt, sondern halt die Gemeinsamkeiten über nationale Grenzen hinweg in der Abhängigkeit vom Kapital, dass man das sieht und dass das so der erste Schritt ist, der einmal notwendig ist für alle Bewegungen. Und deswegen würde ich sagen, dass wie ich handle, auch wenn ich jetzt nicht immer das Ziel Anarchismus formuliere, zumindest in dem, dass ich über den Kapitalismus schimpfe, dass ich irgendwie erkläre, dass die Ausbeutung ein Problem ist, wo sich die Arbeiterklasse so vereinen kann darunter und irgendwie das emanzipierende Subjekt werden kann, dass dieses Verständnis entstehen muss, da bin ich ja in meinem Handeln genauso drinnen wie ihr. Ich kann gerade irgendwie die Gedanken nicht klar formulieren. Worum es mir geht, ist, dass die nächsten Schritte für mich, unabhängig jetzt, ob das Ziel der Anarchismus ist oder was auch immer, sind eh gleich. Deswegen, ich möchte nicht das Ziel am Ende vorhalten, sondern die Schritte, die eigentlich wir alle Linke setzen müssen, damit wir dann unserem Ziel, was auch immer das ist, näher kommen. Für mich endet das dann halt im Anarchismus, aber ich halte das jetzt nicht irgendwie vor und sage, wir müssen jetzt den Anarchismus machen, weil dann schließe ich ja schon gleich wieder Marxisten, Leninisten, ich mag sie nicht, aber ein paar davon, mit denen kann man ja zusammenarbeiten, schließe ich dann komplett aus. So. Und ja, könnt ihr damit was anfangen? Ich fürchte nicht. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Dann präziser formulieren. Also ich kann es mir eigentlich schon recht gut vorstellen, was du damit meinst. Du beziehst das, glaube ich, vor allem auf so eine strategische Bündnisfrage. Das ist ja was immer wieder dann eigentlich so im Raum steht von: Wie stark distanziere ich mich jetzt eigentlich von anderen Kräften, die einen ähnlichen Ansatz haben, vielleicht auch ähnliche Mittel am Anfang wählen, weil das, was dann in weiter Ferne als, sagen wir mal, transformierte Gesellschaft stehen sollte, irgendwie anders aufgebaut ist. Das ist ja eigentlich was, glaube ich, sehr viel so einer breiten Linken in der Diskussion steht, mit welchen Leuten kann ich jetzt noch zusammenarbeiten, mit welchen nicht. Gibt es ja auch immer diese ganzen Sprüche dann mit irgendwie, ja, wir sind Freunde bis zur Revolution und danach dann, ja. Und deswegen kann ich den Ansatz verstehen, aber ich glaube, ich
weiß nicht, ob ich es so sehr daran irgendwie ausmachen würde, dass man ähnliche Ansätze wählt. Weil ich sehe schon den Punkt, dass da Synergieeffekte entstehen können. Und das wäre auch was, wo ich irgendwie für argumentieren würde, dass man je nach einfach politischem Kampf einfach auch breite Bündnisse machen kann. So, das muss noch nicht mal mit revolutionären Kräften sein. Das kann sogar punktuell kann es mal sein, dass man mit konservativen Kräften in einer speziellen Situation irgendwie zusammenarbeitet, einfach weil es gerade halt so passt, weil die Kräfteverhältnisse halt einfach so sind, dass man sich da anschließen muss oder weil es tatsächlich irgendwie da gerade mal einen besonders progressiven, emanzipatorischen Moment oder so drin gibt. Aber ich glaube, man darf sich trotzdem, vielleicht zwei Sachen dazu, man darf sich, glaube ich, erstens nicht die Illusion machen, dass es nicht auch schon wichtige Punkte für aktuelle politische Arbeit gibt, die einfach von dem Ziel, was man erreichen möchte, bestimmt wird, wie sie eben dadurch geformt wird. Das andere ist, man darf sich, glaube ich, nie dabei, also man darf sich nie dabei auch, man darf dabei nicht vergessen, dass es trotzdem einfach ein Konkurrenzverhältnis auch zwischen unterschiedlichen revolutionären Organisationen gibt, einfach aufgrund dieser Zielvorstellung. Weil sonst und ich möchte mich auch entschuldigen gleich mal für das Rambling jetzt am Anfang. Ich würde es vielleicht ein bisschen konkreter formulieren. Worum es jetzt mir geht, ist das Allgemeine meiner kommunikativen Strategie, dass wir uns nicht in Utopien verlieren. Weil mir geht es, also ich habe schon eine Idee, wo ich hin will. Also ich verstehe mich schon in dem Sinne als klassischer Marxist. Es geht darum, den Staat abzuschaffen und in eine klassenlose Gesellschaft zu kommen. Nur ich finde es wichtiger, das nicht als dieses Ziel vorn hinzustellen, weil dann kommt jeder her und sagt, naja, aber den Staat werden wir morgen nicht abschaffen, also okay, dann müssen wir uns halt in unserem Schicksal ergeben, irgendwie schauen, dass wir jetzt reformieren, dass uns heute und morgen besser geht, weil dieses Ziel weg. Deswegen, ich möchte dieses Ziel nicht die ganze Zeit ausmalen, was vielleicht, können wir gleich drüber streiten, wie sinnvoll das ist, damit wir nicht sagen, ah, das liegt in so ferner Zukunft, okay, dann müssen wir es einfach ergeben. Mir geht es darum, im Sinne von diesem Ziel, da bin ich jetzt bei Rosa Luxemburg, halt diese revolutionäre Realpolitik zu machen, dass wir nicht aufgeben, und das macht ihr überhaupt nicht, also was ich von euch gesehen habe, dass diese Kritik, die ich jetzt an manchen Anarchisten vorbringe, die trifft auf euch überhaupt nicht zu, aber ich kenne um mich herum an der politikwissenschaftlichen Fakultät Leute, die so sagen, ja, wir müssen nur vor Ort arbeiten und irgendwie elektorale Politik kann uns überhaupt nicht helfen, wir machen irgendwie gegenseitige Hilfe auf ganz kleiner Ebene und so kommen wir dann in den Kommunismus. Das ist halt etwas, wo ich sage, davon möchte ich eben ablenken und ich möchte halt nicht, dass wir diesen Anarchismus als das Ziel vor uns hertreiben und dann komplett den Blick für das Pragmatische, Praktikable verlieren. Also vielleicht so würde ich das formulieren. Es ist jetzt auch ein Widerspruch zu sagen, wenn ich für mich selber weiß, der Anarchismus ist das Ziel, aber wenn ich das nicht an andere Leute weitergebe und nicht deutlich kommuniziere, hey, am Ende müssen wir dahin, dann leidet auch mein Ziel der revolutionären Realpolitik drunter, weil dann ist es nur mehr die Realpolitik, aber wir haben nicht das Ziel vor Auge, das ist sicherlich ein Kritikpunkt, den ich mir anhören muss und wo ich auch schon drüber nachgedacht habe, wie ich das irgendwie manage. Also ich werde wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr über Anarchismus sprechen, so viel kann ich schon verraten. Machst du ja jetzt schon. Genau, das mache ich ja jetzt schon. Aber ich würde eher von dieser Richtung argumentieren. Also erstmal, was könnt ihr mit dieser revolutionären Realpolitik anfangen? Mit dieser Idee einmal? Ja, absolut. Also das teilen wir total. Also wir sagen halt auch immer und stellen das halt auch immer als einen wichtigen Punkt heran, dass es halt für uns als Revolutionäre darum gehen muss, um Reformen zu kämpfen. Also das ist ganz fundamental, weil das ja auch, wenn das ist für uns eine der zentralen Mechanismen, wie sich Gesellschaft verändert in unserer Weltanschauung, dass halt über Massenorganisationen, über die sozialen Kämpfe Veränderung halt geschieht, ja. Und das sind halt nun mal in der allergrößten Regel sind das reformistische Bewegungen oder Reformbewegungen und jetzt nicht Bewegungen, die direkt sagen, ja, wir wollen halt hier die große Weltrevolution, ne, logischerweise. Und wenn wir uns dann jetzt dahin stellen als Anarchistinnen und dann halt sagen, yo, Leute, ist ja alles schön und gut, was ihr hier, dass ihr hier diese paar Bäume erhalten wollt oder dass ihr hier irgendwie die Hartz-Gesetze ein bisschen abschwächen wollt oder was weiß ich, aber das ist eigentlich alles Mumpitz, weil es geht nur um die große Weltrevolution. Ja, dann kannst du ja gleich einpacken. Also, natürlich muss es darum gehen, dann
im besten Fall als Anarchistinnen an diesen Kämpfen teilzunehmen und dann entsprechend auch in ehrlicher Weise um diese Reformen mitzustreiten, weil eine konkrete Verbesserung des Lebens von uns allen schafft auch unserer Meinung nach eine verbesserte Bedingung für die revolutionären Kräfte an sich, weil diese ganze Verelendungstheorie von wegen den Leuten muss es erst ganz, ganz dreckig gehen, damit es hier irgendwie was passieren kann, das teilen wir einfach nicht. Also eher ist es sogar so, dass... Ja, also es ist auch empirisch meiner Ansicht nach recht gut widerlegt. Also ihr kennt vielleicht die Studie aus dem, von den Arbeitslosen aus Marienthal. Schlechte Verhältnisse, das Gefühl, ja, nichts wird besser. Das führt nicht zu revolutionärem Gedanken, sondern es führt einfach dazu, ja, Menschen ergeben sich in ihr Schicksal. Also jeder, der irgendwie sagt, ja, Fehlendungstheorie, das müssen wir komplett über den Haufen schmeißen. Außerdem, wie willst du denn damit irgendwie Menschen erreichen? Ja, jetzt noch so 20 Jahre wirtschaften wir kaputt, damit ihr ganz wütend seid und dann können wir ja vielleicht mal schauen. Also nein, Menschen wollen, dass es ihnen gleich besser geht, dass wir ein Angebot machen, dass ihnen wirtschaftlich geholfen wird. Ja, das heißt, da bin ich auch sehr dagegen. Und das ist ja auch immer, was der Anarchismus sagt. Wir kämpfen im Jetzt für eine Verbesserung der Lebensumstände und wir probieren auch ein Stück weit, auch wenn das natürlich nur begrenzt möglich ist, halt auch unsere Vorstellung von einer anderen Gesellschaft auch jetzt schon zu leben, also dass wir auch jetzt schon halt andere Umgangsformen halt ausprobieren miteinander, dass es auch dann Kollektivierung von Betrieben gibt und so weiter und so fort. Ja. Dann gehen wir gleich mal die Punkte durch, weil was für mich ein wichtiger Punkt ist bei der Revolution, ist, dass man in der Revolution dann schon die Struktur hat, die man sich für die Gesellschaft danach wünscht. Also dieses sehr stark parteizentrierte, das kann es nicht bringen. Also das kann nicht funktionieren. Jetzt ist die Frage, wie kann man in einer gut abgesicherten Gesellschaft wie der österreichischen, wie der deutschen, in einem also in einem entsprechend repressiven Staat mit einem ausgebildeten Militär, mit einer guten Polizei, wie kann man da was machen? Und dann würde ich euch jetzt gerne mal bitten, eure Vorschläge mal zu bringen. Für die den Podcast noch nicht gehört haben. Also tatsächlich. Also ich will jetzt nicht, dass ich will nicht fett posten, aber schon klar. Ich frage mich gerade ein bisschen, ob du damit, also es sind ja, würde ich sagen, nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Also so ein bisschen einmal, was wir dann an Strukturen brauchen, sagen wir mal, wenn es jetzt einen revolutionären Umsturz und eine Transformation der Gesellschaft gibt und was man irgendwie im Jetzt genau machen könnte. Also ich würde vielleicht sagen, dass was man natürlich bei so einem revolutionären Umsturz oder in dem Vollzug von so einer Revolution dann an Strukturen hat, die dann eigentlich die Gesellschaft schon maßgeblich formen und ja eigentlich der dann auch das Fundament dann schon gibt. Das wäre in unserem Sinne so vom anarchistischen Kommunismus dann vor allem eben die Gewerkschaft als eben strukturierende Einheit in der Gesellschaft und ja auch die, die eigentlich dann die Massenorganisation sein wird. Und da hat man natürlich dann eben die großen Vorteile, wenn man jetzt Gewerkschaft auch darüber hinaus denkt, auch als, sagen wir mal, soziales Angebot, da gibt es ja auch die Arbeiterbörsen in der historischen anarchistischen Tradition, als soziale, als kulturelle Einheit, dass eigentlich viele gesellschaftliche Bereiche schon abgedeckt werden, natürlich auch sinnvoll, einfach aus der Zentralität des Arbeitslebens, aber auch, dass die Leute dann vor Ort in ihrem Betrieb eigentlich schon organisiert sind. So kann man ja eigentlich dann das Wichtigste schon steuern, was dann natürlich die Ökonomie ist in so einem revolutionären Umsturz. Und ich glaube, das bildet dann eigentlich auch schon die Basis. Und darüber hinaus hat man im besten Fall natürlich auf vielen anderen Bereichen schon auch Zusammenschlüsse genossenschaftlicher Art, Kollektivstrukturen. Ich glaube auch, dass viel so Basis-Nachbarschaftsinitiativen einfach eine Rolle spielen werden, dass man eben früh auch schon dann basisdemokratische Entscheidungsfindung auch in so einer Situation von der ganz konkreten Transformation von der einen in die andere machen kann. Eine andere Frage, die es dann natürlich gibt, ist auch immer die Bereitstellung von Sicherheit in so einer Situation. Und das hängt dann einfach ganz stark davon ab, von was für einer gesellschaftlichen Transformation und was für eine Situation wir einfach sprechen. Ne? Mhm.
Also grob zusammengefasst, und ich kann den Ansatz sehr viel abgewinnen, also die Gewerkschaften wieder repolitisieren, da ein anderes Bewusstsein zu schaffen, dass das nicht nur diejenigen sind, die irgendwie einen Tariflohn verhandeln, sondern auch gewissermaßen eine Art soziale Institution sind, wo sie arbeitenden Menschen als Arbeiter verstehen und nicht als irgendwas anderes. Also dem kann ich schon viel abgewinnen, dann gleichzeitig Prinzipien von Mutual Aid auf kleiner, also in kleinen Gruppen, in Ortsgemeinschaften zu stärken, gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass man nicht so abhängig ist vom Staat, was jetzt Sicherheit zum Beispiel angeht oder einfach materielle Versorgung, dann eine Unabhängigkeit zu schaffen und ein Kollektivbewusstsein zu stärken. Dem kann ich jetzt sehr viel abgewinnen. Jetzt ist nur, und das wäre jetzt vielleicht meine Frage, das ist eine sehr schwierige Frage, ist, wie kommen wir dahin? Weil wir leben halt in einer Zeit, in der Gewerkschaften weiterhin geschwächt sind. Es ist zwar nicht mehr ganz so schlimm wie direkt nach, also in den 90er Jahren, wo dann die Repression wirklich Fuß gefasst hat. Aber wie kommen wir dahin, dass dieses Klassenbewusstsein und auch dieses wieder gestärkte Selbstbewusstsein von gewerkschaftlicher Organisation zustande kommt? Also ich würde schon sagen, dass das einfach ein Punkt ist von harter, alltäglicher, revolutionärer Arbeit. Also in den Gewerkschaften, also auch nochmal so ein Punkt, eine weitere Alternative zu die bestehenden Gewerkschaften zu revolutionieren, sage ich mal, wäre ja auch neue Gewerkschaften aufzubauen, die halt unabhängig davon sind. Ich meine, in Österreich ist das gerade, glaube ich, etwas schwierig, aber zum Beispiel in Deutschland, in der Schweiz haben wir auch mit der Freien ArbeiterInnenunion als anarcho-syndikalistische Gewerkschaft auch eine Gewerkschaft, die halt dann von Grund auf anders funktioniert. Die ist natürlich viel, viel kleiner, ne, als halt jetzt so die großen Gewerkschaften, aber das wäre ja auch ein Weg. Und das ist halt eben das Ding, also oftmals wird in der Linken so Revolution und Aktivismus damit verwechselt, dass man irgendwie am Wochenende mal ein bisschen Rambazamba macht und ansonsten irgendwie in der Woche am Tresen vom Autonomen Zentrum sich bei irgendeinem Einführungsvortrag von irgendwas vorlaufen lässt. Aber real ist halt Revolution einfach ein sehr langer und sehr kontinuierlicher Prozess, der sehr viel Arbeit bedeutet in diesen Basisbewegungen und in dieser, und das ist halt natürlich, macht es auch manchmal Spaß und so weiter und so fort, aber ich glaube, das ist halt die... Beim Einführungsvortrag vorlaufen zu lassen. Naja, kann ich mir auch Schöneres vorstellen, aber auf jeden Fall, das ist, glaube ich, so der Punkt, dass wir dieses alltägliche Verständnis als Revolutionäre, als Revolutionärin in unseren Betrieben, in unserer Nachbarschaft halt brauchen und dass wir da halt immer wirken und das mitdenken, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, darüber hinaus ist ein wichtiges Stichwort immer eigentlich bei eigentlich fast jeder politischen Organisation, aber vor allem bei Revolutionären, wenn man sich das so anschaut, Versorgungslücken füllen. So, das ist tatsächlich was man über alle möglichen politischen Basisbewegungen sich angucken kann. Also wirklich von rechts bis links, von konservativ bis progressiv so. Das ist was Islamisten im Nahen Osten als Mittel der Wahl wählen. So. Das ist was linke Strukturen in Europa als Mittel der Wahl wählen. Das ist auch sogar was rechtsradikale Kräfte in Ostdeutschland als Mittel der Wahl wählen. Und genau das müssen wir machen. Und das Problem ist, dass ganz viele Linke eben sehr, sehr wenig Energie da reinstecken, sich mal wirklich anzuschauen, was ist es, was in meiner Nachbarschaft gebraucht wird. Was wäre es auch beispielsweise, was man dann mit einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft schaffen kann, was die großen Gewerkschaften nicht machen können? Das ist ja tatsächlich eine Sache, dass die FAU bei vielen Kämpfen, beispielsweise jetzt bei den Auslieferungsunternehmen oder auch bei so Sachen wie rumänischen Saisonarbeitern in Deutschland so wirklich einige Erfolge schaffen konnte, weil es einfach eine Versorgungslücke ist, die sonstige Gewerkschaften nicht füllen. Und genau das Gleiche ist auch das, was man mit Basisarbeit in der Nachbarschaft schaffen muss. Aber da muss man sich dann wirklich mal anschauen, was ist es, woran es den Leuten richtig fehlt. Beispielsweise auch bei uns hier in der Nachbarschaftsarbeit, was wir gesehen haben, das sind vor allem in der immer weiter isolierten und sich vereinsamenderen Gesellschaft so Sachen wie einfach soziales Miteinander, einfach Hilfe auf wirklich basaler Ebene, wie beispielsweise Leuten dabei helfen, wie richte ich mein Handy ein? Oder vielleicht einfach mal eine Erstberatung zu irgendeinem
sozialgerichtlichen Fall oder so. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die man sich wirklich anschauen muss. In was für einer Ecke bin ich eigentlich? Was passiert hier um mich herum? Was kann ich wirklich anbieten? Und nicht einfach nur denken, indem man irgendwie, was weiß ich, aus seinem Linke-Szene-Aktivismus kommt. Das ist das, bei dem es den Leuten bedarf. Und wenn wir jetzt einfach nur alle noch möglichst diskriminierungsfrei reden, dann kommen ja auch die ganzen marginalisierten Leute zu uns. Und um noch einen Satz hinzuzufügen, das ist auch einfach ein strategischer Prozess, der dahinter steht. Das hört sich vielleicht teilweise jetzt auch wie so ein klein an, aber man muss es natürlich klein aufbauen, Vertrauen auch gewinnen. Nein, ich verstehe das nicht, das ist ein klein. Ja. Es geht darum, weiß ich nicht. Das Linke ist sehr tabuisiert. Die Linken. So, also man redet ja da so drüber, dass man das irgendwie normalisiert, dass erstens einmal, dass linke Menschen aktiv werden, in der tatsächlichen Tagespolitik und einfach diese Netzwerke von gegenseitiger Hilfe auf ganz kleinster Einheit sich entwickeln. Was mich da jetzt dann noch... Nein, die Frage hat sich eigentlich schon übrig. Was mich so interessieren würde, wie... Also ich kann für mich sagen, ich hab über das alles schon sehr viel nachgedacht. Nur jetzt ist es halt auch so, erstens einmal, Menschen arbeiten immer länger, so, arbeiten auch zu immer schlechteren Bedingungen. Sie sind körperlich müde, sie haben auch das Gefühl, sich wirklich anzustrengen, sei es in welchem Sinn auch immer. Also die Menschen, die arbeiten schon hart, vielleicht haben sie auch mal versucht, irgendwie in der Gewerkschaft aktiv zu werden, haben gemerkt, die Gewerkschaften bringen es nicht mehr, also haben es lange wirklich nicht mehr gebracht. Gleichzeitig ist die ganze Klassengeschichte etwas extrem Depolitisiertes, also darüber redet man einfach nicht jetzt im öffentlichen Diskurs. Wie können wir Menschen davon überzeugen, erstens einmal, dass die Klassenfrage relevant ist, weil die meisten Menschen, wenn du sie fragst, was beschäftigt sie politisch, es ist irgendwas mit Ausländern, und wenn sie über Wirtschaft reden, dann ist es eher, es lohnt sich nicht mehr wirklich zu arbeiten, deswegen müssen wir das Bürgergeld kürzen. Das sind ja so die zwei Hauptantworten, die ich zumindest bekomme, jetzt auf Österreich bezogen, heißt nicht Bürgergeld, heißt anders, aber die Sentiments sind ja da. Außer zu sagen, hey, eigentlich die Migration, die herkommt, die tut dir nichts. Es sind eigentlich die Kapitalisten, die dafür sorgen, dass du schlechte Arbeitsbedingungen hast und nicht entsprechend entlohnt wirst. Was fällt euch sonst noch etwas ein, außer einfach diese Message immer wieder zu formulieren und zu propagieren? Ist eine sehr schwierige Frage, ich weiß. Na, ich würde auf der einen Seite sagen, dass es halt einfach eine ganz wichtige Aufgabe ist, das erlebbar zu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel darüber spricht, dass man Nachbarschaftsräume aufbaut, ja, dass es in jedem Viertel wieder Orte der Begegnung gibt, dann kann ich halt auch Nachbarn begegnen, die ich sonst vielleicht nie begegnen würde. Oder wenn ich halt auch gewerkschaftlich mich zusammen organisiere mit meinen Kollegen, dann arbeite ich vielleicht auch mal mit Leuten zusammen, mit denen ich sonst nicht reden würde. Und dann gibt es auch einfach wieder Verbindungen zwischen Menschen, wo Leute halt sehen, okay, wir haben zwar vielleicht eine andere Hautfarbe, eine andere Herkunft, eine andere auch soziale Realität oder was weiß ich, aber unsere grundsätzlichen Interessen, so unsere grundsätzlichen materiellen Interessen, die sind halt gleich. Und ich glaube, das ist halt dieser zentrale Punkt, worum es uns auch in allen Kämpfen gehen muss und wo wir halt auch viel zu gewinnen haben. Also auch in dann größeren sozialen Kämpfen, das ist immer ja bei jetzt Klimakämpfen oder bei feministischen Kämpfen oder so, da muss es, finde ich, immer darum gehen, diese Klassenfrage halt in das Zentrum zu setzen und halt nicht nur als halt in Worten, sondern dann halt auch zu probieren, das wirklich ja materiell auch erfahrbar zu machen. Deswegen ist dieser gewerkschaftliche Fokus und dieser Kampf um Arbeit ja auch so wichtig für uns. Möchtest du noch was sagen? Weil mein Punkt ist, das sehe ich tatsächlich so wie ihr. Es geht einfach für mich sehr darum, also immer wie ich, manchmal verlasse ich die Wohnung und ich bin auch am Land zu Hause. Das heißt, manchmal kommt es vor, dass ich mit Leuten spreche, so, man will es kaum glauben, ein Linker, der Gras berührt. Und das ist, finde ich, tatsächlich das der größte Schritt, dass man sagt, ja,
die Probleme, die die Menschen haben, in den meisten Fällen, okay, es gibt hier und da mal Ausnahmen, aber in den meisten Fällen kommt es einfach daher, dass sie nicht die materiellen Ressourcen zur Verfügung haben, die es ihnen ermöglichen würden, im Kapitalismus zurechtzukommen. Und warum haben sie die nicht? Naja, weil das, was sie verdienen, zuerst einmal von wem anderen, jemand anderem in die Hände fällt und der zieht sich dann erst einmal seinen Profit weg. So. Und wenn du dann die Probleme, die Menschen haben in der Realität, und ich meine, wenn du mit Personen seit längerer Zeit halt bekannt bist, dann reden mit dir auch über sowas. Und dann in solchen Konversationen immer wieder den Fokus auf das Klassenthema zu legen, das ist schon hilfreich. Ich sehe schon, dass euch das, dass sich diese lokale antikapitalistische Agitation sehr wichtig ist. Hättet ihr noch Ideen für Menschen, die sagen, naja, ich persönlich bin eigentlich in der Stadt, ich habe nicht wirklich diese Kreise mit Leuten, die ich nicht kenne, und wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, dann stimmen die mir eh schon meistens zu. Was können Leute machen, die nicht in diesen lokalen Sozietäten zu Hause sind? Was können die machen? Oder ist es einfach nichts, worüber ihr euch so Gedanken gemacht habt? Also meinst du jetzt Leute, die schon in einem, sagen wir mal jetzt, linken Umfeld sind? Genau, ja. Na, ich würde sagen, dass das ja Leute sind, die eigentlich in der besten Lage dazu sind, dann da auszubrechen, und das, was sie dann in diesen Kreisen irgendwie, sagen wir mal, dazulernen können oder wo sie sich mit Leuten darüber austauschen können, dann nach außen tragen müssen. Das ist ja eigentlich das große Problem, dass so viele Leute dann einfach sich diese Wohlfühlzonen einrichten und sich dann nur noch in diesen Orten aufhalten, mit Leuten reden, die sowieso schon die gleiche Meinung haben, wo man sich dann auch immer wieder im Kreis dreht. Es geht ja eigentlich primär darum, die Sachen dann wieder nach außen zu tragen. Das ist ja schön, das ist ja auch immer so in der revolutionären Bewegung gewesen, dass man eben Orte hatte, wo man sich primär untereinander austauscht, seien es jetzt irgendwie die Salons dann der europäischen Großstädte gewesen oder irgendwelche Gewerkschaftslokale, wo man sich dann mit den Kadern zusammensetzt. Die Orte braucht's, das ist sinnvoll, aber es geht halt immer darum, das dann auch nach außen zu tragen. Ja, also warum sollten jetzt halt genau diese Leute, die dann halt ja offensichtlich auch schon viele Gleichgesinnte haben, dann nicht sagen, okay, let's go, dann bauen wir halt in dem Viertel, wo wir halt wohnen, jetzt zum Beispiel so einen Nachbarschaftsort auf, wo wir dann auch mit anderen Leuten, die halt nicht in unserer Blase sind, in Kontakt treten. Oder halt auch über, muss ja nicht ein Laden sein, kann ja auch irgendwas anderes sein, kann ja auch ein, was weiß ich, ein Garten sein oder was auch immer, einfach wo man mit Menschen in Kontakt kommt. Das sind ja einfach nur bessere Ausgangslagen eigentlich dafür. Und gehen wir mal jetzt von dieser revolutionären Grundbasisschaffung weg. Also jetzt meine Frage wäre, also ein Mittel, das dann die Gewerkschaft, also die stark vergewerkschaftlichen Betriebe haben, um die Macht der Kapitalisten einzuschränken, ist der Streik. Also streiken, ja, natürlich häufig und oft, dass ihr erst einmal gute Arbeitsbedingungen habt. Das könnt ihr auch jetzt schon machen, dann müsst ihr nicht erst auf die Revolution warten. Aber gleichzeitig, was können Gewerkschaften außerdem noch dann tatsächlich politisch machen, in eurer Vorstellung? Also wie weit ist die Aufgabe, also was sind alles die Aufgaben von Gewerkschaften, wenn es dann tatsächlich darauf ankommt, die Macht des Kapitals zu schwächen? Naja, einmal, also das im besten Falle ist halt irgendwann eine wirklich stabile Gewerkschaft. Darin findet sich das gesamte Leben eigentlich wieder von einer Gesellschaft, wenn man es jetzt mal so überspitzt sagen will. Also auch die Freizeitgestaltung und alle Bereiche, die halt den Menschen so betreffen. Weil nach unserer Vorstellung ist es ja so, dass halt die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft, wenn es dann irgendwann zu einem Bruch kommt mit dem Kapitalismus, in der Lage ist, auch viele dieser Bereiche, die vormals kapitalistisch organisiert waren, dann halt von einem auf den anderen Tag übernehmen zu können, weil halt die Arbeiter und Arbeiterinnen überall halt breit organisiert sind und in der Lage sind, dann einfach diese Bereiche zu übernehmen. Ne? Also das ist, denke ich, wichtig zu verstehen, weswegen wir dann halt auch sagen, okay, das kann man halt auch in einem Jetzt, sollte das halt auch schon in kleinerem Maßstab dann passieren. Aber wenn wir jetzt diese, ich meine, wir kommen nicht an der Fettposting-Frage vorbei,
wie, also dass die Stärke von Gewerkschaften wichtig ist, damit wir dann am Tag nach der Revolution, warum es Kropotkin ja so viel gegangen ist, die Strukturen haben, um Menschen zu erhalten, um ihnen die entsprechenden Grundbedürfnisse zu befriedigen. Warum wir dafür starke Gewerkschaften brauchen, ist mir klar. Die Frage ist, wie kommen wir von heute auf diesen nächsten Tag nach der Revolution? Also das ist ja dann die Krux, um die es geht, weil wir haben jetzt zwar diese unabhängigen Gewerkschaften, die füreinander ein starkes Support-Netz haben, die auch die notwendigen Ressourcen haben, um unabhängig von staatlicher Unterstützung fortzubestehen. Aber jetzt kommt das staatliche Militär, weil Streikbrecher, also das Brechen von Streiks hat eine lange Tradition im Kapitalismus. Was macht man? Großer Schritt schon mal. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, im Jetzt müssen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass die Bundeswehr einschreitet. Dafür sind wir einfach zu bedeutungslos, ja. Ne? Also für den Moment. Aber nein, ja, klar, daran wird es ja dann brechen. Also dass mir Menschen, dass die Probleme, also die Klimakrise ist auf jeden Fall ein Thema, worum man klassenmäßig mobilisieren kann. Naja, schau, der Nachbar über dir, vielleicht den Vermieter, ne, der kann sich leisten, eine Klimaanlage zu isolieren. Der hat doch vielleicht die ganze Wohnung neu isoliert, das hat 20.000 Euro gekostet, das hat er finanziert mit Mieten, die du ihm bezahlt hast. So. Das sind alltägliche Dinge, wo man Menschen anhand von Leid, das sie erfahren, ich wohne in Wien, ich wohne im Altbau, es ist nicht schön im Sommer hier zu sein, da kann man Menschen abholen, auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass diese, und auch mit den Vorschlägen, die ihr gemacht habt, jetzt, dass das auf jeden Fall funktionieren kann, Menschen als Arbeiter anzusprechen und nicht als Deutsche, als Marokkaner, was auch immer. So. Das glaube ich auf jeden Fall. Nur die Frage ist dann, wie man von diesem gestärkten Klassenbewusstsein, was sich dann auch in verstärkten Gewerkschaften, die irgendwie auch diese Strukturen nach und nach herausbilden, organisieren, was man dann damit macht, das wäre jetzt meine Frage. Weil ich meine, dass das eine Mammutaufgabe ist, dieses Klassenbewusstsein zu schaffen, das ist mir schon klar. Und ihr müsst jetzt mir auch nicht das am Reißbrett entwerfen, wie diese Revolution aussieht. Nur so ein paar Aspekte, dass das für mich greifbarer werden kann, dass man sich gegen ein Militär durchsetzen kann. Also erstmal würde ich sagen, dass so ein Zwischenschritt, woran man das ganz gut bemessen kann, also uns geht es generell darum, ja so eine Form von Gegenmacht aufzubauen, ne? Und umso mächtiger wir als Arbeiterklasse halt eben werden, umso besser können wir halt unsere Interessen gegenüber den Interessen der Kapitalisten durchsetzen und andersrum die halt schlechter ihre Interessen durchsetzen. Und wenn wir jetzt darüber reden, über Streiks und so weiter und so fort, dann haben wir heute halt ein Verständnis davon, von halt so, ja, es geht halt um ein bisschen mehr Lohn und vielleicht auch wie in letzter Zeit auch um ein bisschen auch andere Arbeitsgestaltung oder so, aber das ist eher schon eine Seltenheit, weil das wäre dann ja fast schon politisch. Und für uns geht es halt irgendwann darum, dass man halt diese Reformen, die wir anstreben, dass man die halt nicht mehr einfach nur vom Staat her einfordert, sondern dass wir irgendwann so mächtig sind, dass wir das einfach umsetzen können. Also als Beispiel kann man da ganz gut in die Geschichte schauen aus unserer Region, aus dem Ruhrgebiet, wo wir herkommen, wo die Arbeiterklasse zwischenzeitlich sehr, sehr stark organisiert war und wir hier in Dortmund 20.000 Menschen in der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft organisiert hatten und auf vielen Zechen halt auch diese die stärkste und beste organisierte Kraft war. Und die waren halt so stark, dass die halt einfach den 6-Stunden-Tag gefordert und haben den einfach umgesetzt, ja. Also die sind dann einfach aus den Zechen nach Hause gefahren nach 8 Stunden und die Bosse konnten in vielen Fällen über längere Zeiträume nichts dagegen machen, mussten das halt akzeptieren. So, das ist das eine, aber natürlich kann es dann ja, wie du sagst, halt zu diesen starken Angriffen von der Reaktion kommen, die halt dann in so eine, natürlich da probiert einzugreifen. Und da hängt es dann halt wieder sehr stark von den Kräfteverhältnissen ab. Und da bewegen wir uns dann auch in so eine Richtung von Fragestellung, okay, wie viel Einfluss hat man zum Beispiel auch in das Militär und in die Polizei und so weiter? Halt eine Frage, die auch für viele Linke heutzutage sehr mindblowing ist, weil man ja gar nicht mit Polizei... Darüber denkt man gar nicht. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich halt eine Key-Frage, weil man jetzt zum Beispiel auch in die Revolution in
Portugal oder auch alle Revolutionen, die es eigentlich gab, dann war halt das Militär und Polizei, wie ob das dann halt mitgemacht hat oder zumindestens nicht geschossen hat und sich nicht allzu stark dagegen gewehrt hat, gegen diese Bewegung oder auch mal Befehle verweigert hat, das war immer zentral und entscheidend. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Aspekt, ja, also so eine, dann halt so eine Agitation und halt eine Bewusstwerdung auch in den repressiven Organen dieses Staates halt zu forcieren, ab einem Punkt, wo halt so ein allgemeines Bewusstwerdung in der Gesellschaft halt sich Bahn bricht. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das wäre jetzt auch so meine Idee gewesen, dass man muss einfach dafür sorgen, dass diese, also dass die Institutionen, die die Gesetze des Staates aufrechterhalten, dass die auch nicht so unisono ausgestaltet sind, dass es da auch Menschen gibt, die vielleicht Sympathien haben mit klassenemanzipatorischen Bewegungen, das ist schon klar. Ich habe da jetzt eigentlich für mich leider Gottes nicht mehr so viele Fragen, weil ich auch einen Podcast gehört habe. Vielleicht wollen wir noch dann ein bisschen noch weiter in die Zukunftsmusik gehen. Wir haben jetzt, also welchen Schritt haben wir schon? Wir haben jetzt schon, okay, wir müssen Klassenbewusstsein schaffen, wir müssen schauen, dass sich Menschen lokal organisieren, dass sie auch sich mehr gegenseitig stützen, dass sie auch denken unabhängig vom Staat, dass Denken unabhängig vom Staat ermöglicht werden kann, dass man irgendwie in der Gewerkschaftsstruktur eine Möglichkeit sieht, sich gegenseitig zu helfen, unabhängig von staatlichen Strukturen, dann gleichzeitig immer mehr Macht anzuhäufen, dadurch, dass man mehr Mitglieder bekommt, dass man stärkere Macht über die Betriebe ausüben kann, dass man einerseits in der Lage ist, lebensverbessernde Forderungen umzusetzen. Es war vielleicht der 8-Stunden-Tag, vielleicht ist die nächste Forderung der 6-Stunden-Tag oder die 4-Tage-Woche. Und so nach und nach das Machtgleichgewicht hin zu der Arbeit verschiebt. Wie geht's weiter? Wenn ihr da so eine Antwort drauf habt. Also wenn es eigentlich zu einem revolutionären Bruch dann kommt. Genau. Ja, dann geht es eigentlich erst an die richtige Arbeit, ne? Weil dann muss man auf einmal Gesellschaft machen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was am wenigsten ausgestaltet ist, weil die Wege, die wir jetzt eigentlich beschrieben haben, das sind ja alles Sachen, wo man auf sehr viele historische Beispiele verweisen kann. Und eigentlich da kommt es dann an eine sehr schwierige Stelle. Und ich finde das auch spannend, da würde ich dir auch so ein bisschen widersprechen, dass du das am Anfang so ein bisschen gesagt hast, wir sollten uns da nicht zu sehr in Utopien verlieren. Ja, absolut, aber es liegt daran, dass die Leute heutzutage Utopien eigentlich für jeglichen Mist verwenden. Also dass sie eben das dann nutzen in einer Abwehr von, wir müssen strategisch im Jetzt handeln oder halt dann die Utopien dafür vorziehen, dass sie sich in irgendeinem Eskapismus verlieren können und dann lebe ich eigentlich jetzt schon Utopie, wenn ich irgendwie wie in Kopenhagen mit Christiania irgendwie die 3 alte Militärbaracken befreit habe, in Anführungszeichen, oder jetzt irgendwie in meinem Baumhaus immer abends dann ein Baumhausplenum mit allen Leuten machen, wir gemeinsam entscheiden, was jetzt alles in den großen Reistopf reinkommt. Aber eigentlich ist das ja wirklich eine Sache, die so viele Leute immer und immer wieder dann bei uns erfragen. Ja, das ist ja schön und gut mit den Reformen, die ihr im Jetzt fordern. Ist ja auch toll, dass ihr eben euch Gedanken darüber macht, irgendwie so eine klassenlose Gesellschaft und so, in der Milch und Honig fließt. Aber was wäre es denn? Wie würde es wirklich aussehen? Und ich glaube, da darf man gerade eben als Anarchist nicht unterschätzen, dass das, wie eben Leute sich eine nicht kapitalistische Wirtschaft heutzutage vorstellen, da denkt man natürlich jetzt nicht irgendwie an Feudalismus oder an Sklavenhaltergesellschaften, sondern da denkt man eben vor allem an die Staaten des Ostblocks. Das ist das, wie sich Leute eben den Sozialismus, den wir ja auch wollen, vorstellen. Und da muss man eben dann auch gute und realistische Bilder eigentlich zeichnen können, wie es sein kann. Wir haben natürlich auch im Anarchismus historische Beispiele. Wir haben das revolutionäre Katalonien im Spanischen Bürgerkrieg. Wir haben dann natürlich im begrenzten Maße, auch wenn das eben unter eigentlich noch mehr Druck von außen stand und sagen wir mal noch mehr wechselndes Territorium, was dann davon verwaltet wurde, war dann eben die anarchistische Südukraine, so während des Bürgerkriegs in der Ukraine. Aber sonst kann man natürlich auch nur auf Sachen verweisen, gerade im Jetzt, die sagen wir mal daran angelehnt sind. Also dann sprechen Leute von so Sachen wie den Zapatistas in Chiapas in Südmexiko oder dann sprechen sie von Rojava in Nordsyrien.
Aber ich glaube, es ist immens wichtig, dass man eben genau darüber spricht, wie eigentlich so ein freiheitlicher, libertärer Sozialismus dann eben danach ausschauen könnte. Und da sind eben so viele Fragestellungen, würde ich auch sagen, die wir tatsächlich dann auch neben von unseren Beispielen eben von den sozialistischen Staaten lernen müssen, dass wir uns da eigentlich anschauen, wie ist eigentlich, wie wurde so eine nicht-kapitalistische Wirtschaft verwaltet und was wäre es, wie es bei uns ausschauen könnte. Und da muss man, glaube ich, wirklich, ich würde sagen, eigentlich die zwei wichtigsten Fragen dabei sind eben einmal die Frage von, wie wird die Ökonomie geplant, weil es ist natürlich eine geplante Wirtschaft, aber eben eine dezentral geplante Wirtschaft. Naja. Und das andere wäre eben die Frage, wie sieht es eigentlich mit dem Verhältnis zum Ausland aus? Weil es eben keine Autarkie der Ökonomie geben wird. Es wird Handel, es wird vor allem jetzt, ne, also in historischen Beispielen schon da war es ja eigentlich in einer prekären Lage, aber gerade jetzt muss man eben drüber sprechen, wie wird sich der Handel mit dem Ausland gestalten? Und die andere Frage ist dann natürlich auch, wie schafft man es, Revolutionsexport zu betreiben? Und wie ist man dann aber auch gleichzeitig eingebunden in die kapitalistische Staatenwelt? Das mit der, okay, also wir haben jetzt die Revolution, wir imaginieren das jetzt, wir haben jetzt die Revolution geschafft. Wir sind jetzt eine, also ich weiß nicht, ihr habt für eure Podcast-Folge 100 den Anarcho-Kommunismus als Basisgesellschaft formuliert. Seid ihr jetzt überzeugte Anarcho-Kommunisten? Weil ich habe jetzt auch häufig gehört, Anarcho-Syndikalisten seid ihr auch? Oder, also einer Anarcho-Kommunist, halt, der nächste Syndikalist? Oder wie schaut das aus? Also wir sind halt Anarcho-Kommunisten, aber das ist halt so zu verstehen, dass halt der Anarcho-Syndikalismus hat auch den anarchistischen Kommunismus als Ziel. Das ist halt an und für sich schon sehr nah beieinander, aber es geht halt dann um eher strategische Fragen, sag ich mal. Ne? Also das nimmt sich jetzt halt nicht, für jetzt erstmal auf der Oberfläche betrachtet, nicht so viel. Okay. Also ich bin sehr, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie sich eine anarchistische Gesellschaft gegenüber äußeren Feinden verteidigen kann. Mich würde das jetzt wirklich interessieren, weil ich meine Grund, also das, worum es heute eigentlich gehen sollte, über Revolution, wie man da im Großen und Ganzen hinkommt, ohne jetzt zu fettposten. Ich finde, das haben wir jetzt eigentlich schon ganz gut durchdekliniert. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, weil ich mich auch nicht so gut auskenne, wie dann tatsächlich die Gesellschaft ausschauen kann. Dass wir keine autarke Gesellschaft sein werden, weil es einfach gewisse Technologien gibt, wo wir auf Rohstoffe angewiesen sind, die es halt nicht überall gibt. Das heißt, es wird einen gewissen Austausch geben müssen. Das ist für mich eine sehr entscheidende Frage. Wie kann man das ausgestalten? Erstens einmal, vielleicht machen wir es mal so, wir sind eine anarchistische Insel. Wie können wir mit dem kapitalistischen Außen Handel betreiben? Und dann vielleicht, wenn wir noch eine schönere Welt zeichnen wollen, wir sind in, die Weltrevolution hat stattgefunden, wir sind alles anarchistische Kommunen. Wie können wir das dann da ausgestalten? Einfach, ich möchte jetzt, weil, damit wir uns mal schön in der Utopie verlieren. Ja, also das hängt halt super stark einfach davon ab, was für ein Gebiet wir halt vorfinden. Also es macht halt einen erheblichen Unterschied, ob das jetzt halt, wie du es gesagt hast, auf einer irgendwie Insel stattfindet zum Beispiel, oder ob man jetzt halt irgendwie so ein ganzes großes Gebiet, also wenn man jetzt halt zum Beispiel Russland im Vergleich zu Kuba nimmt oder so jetzt als Beispiel. Ne, das sind ja dann einfach ganz, ganz andere Ausgangslagen, die man halt miterbt für so eine Revolution. Und weil, ne, wir gehen halt nicht davon aus, dass es halt so eine Weltrevolution von heute auf morgen geben wird, sondern es wird halt so, wie es auch immer in der Geschichte der Revolution war, es wird entweder einzelne Länder oder einzelne Regionen, die eng kulturell, sprachlich und so weiter verbunden sind, wie das zum Beispiel bei der arabischen Revolution war, wo es dann ja auch so einen Flächenbrand gab und dann halt verschiedene Länder dann halt jetzt nicht zum Sozialismus gekommen sind, aber halt eben so eine Revolution stattgefunden hat. So wird es auch mit sozialistischen Revolutionen halt in der Zukunft sein. Und ja, das ist halt dann erstmal ganz entscheidend, was überhaupt die Ausgangslagen sind, was für Ressourcen wir halt haben. Und danach richtet sich dann auch, wie viel Handel wir ja treiben müssen und wie viel wir halt selber auch produzieren können für den eigenen Bedarf dieses Landes. Und wie viele andere sozialistische Länder gibt es vielleicht auch schon dann.
Also wenn man ja zum Beispiel dann mit anderen sozialistischen Ländern halt Handel treiben kann, dann ist das ja wunderbar. Dann jede Wirtschaftskette, die man jetzt halt nicht haben muss mit irgendeinem kapitalistischen Staat, umso besser. Aber trotzdem bleibt, es wird halt trotzdem diese Widersprüche geben und dann, ne? Ja, ist ja auch etwas, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte schauen. Das war ja auch unter den Ländern des Ostblocks so. Es gibt ja sogar, ist jetzt die Frage, ob das dann immer irgendwie stimmt. Es gab ja sogar auch nach eben ökonomischen Fragestellungen dann auch eher die Unterstützung der einen oder der anderen Revolution, wie viel man materiell jetzt reingibt, weil man einfach die lokale Ökonomie in den eigenen Machtbereich mit reinbringen wollte. Aber ich glaube eben, wenn wir uns jetzt so Außenhandel eben dann anschauen mit dem kapitalistischen Ausland, vielleicht so ein paar Grundbedingungen, die da recht zentral sind, sind eben einmal, wenn wir uns das historisch anschauen, in eigentlich fast allen Fällen war es so, dass zu furchtbaren Konditionen gehandelt wurde. So, dass man natürlich eben, wenn man in so einer richtig offenen Systemkonkurrenz wie jetzt mit der Sowjetunion und den westlichen Staaten stand, dass man natürlich, wenn die dann was haben wollten, das dann eben nur zu richtig beschissenen Konditionen rausgegeben hat und eben das, was sie verkauft haben, dann natürlich so billig wie möglich einkaufen wollten, weil man eben wusste, sie sind deutlich abhängiger davon als wir. So. Gleichzeitig ist es natürlich die Sache, was dann eben vor Ort passiert. Und das finde ich ist eigentlich auch ein recht interessantes Ding immer, ist ja, dass das, was wir dann produzieren, erstmal in eine Ware transformiert werden muss. Weil solange es sich eben in dem eigenen sozialistischen Kreislauf befindet, so wird es ja gar nicht eben in eine international gekoppelte oder einfach austauschbare Währung dann eben in Wert gesetzt, sondern wird dann eben dem lokalen Markt zur Verfügung gestellt. Kann man natürlich jetzt auch darüber reden, dass es da eben Steuerungsmechanismen gibt, seien es jetzt eben so Arbeitszeitgutscheine, seien es jetzt einen bestimmten Grad an irgendwie Konsumcredits, die Leute dann bekommen, die nur für Konsum dann verwendet werden können oder was auch immer. Aber es wird ja wirklich dann die Ware erstmal für den kapitalistischen Markt nach außen produziert, weil man möchte natürlich Devisen damit einnehmen. Weil nur mit den Devisen, wir handeln ja nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwie revolutionäres Nordrhein-Westfalen schickt jetzt irgendwie an den österreichischen Staat, was wird bei uns hier vor Ort viel gemacht? Genau, irgendwie 20.000 Currywürste tiefgefroren von Dönninghaus mit 20 Tonnen Soße und kriegt dann dafür irgendwie 3 Windräder oder so. Ich weiß nicht, was ihr Ösis da eigentlich produziert, aber 3 Windräder. Sachertorten, genau. Und Lipizzaner. Ja, also das machen wir ja nicht mehr und deswegen müssen wir eben dann die Auslandswährung einnehmen. Und da wird sich natürlich dann eben auch nach dem kapitalistischen Ausland gerichtet, gerade jetzt im deutschen Fall, also ich könnte mir sogar vorstellen, wenn wir uns jetzt wirklich in Träumereien verlieren, dass das dann auch so Sachen sein können, wo jetzt vielleicht irgendwie ein paar Leute jetzt dann in der Klimabewegung irgendwie schlucken würden, dass wir dann auch die großen deutschen Automobilkonzerne einfach wegen ihrem hohen Exportvolumen zum Schutz der Revolution weiterlaufen lassen würden, weil es eben im Ausland gefragt ist. Was vielleicht nicht schön ist, aber das ist dann gar nicht mal so unähnlich, wie wir es vielleicht dann auch in Rojava sehen, wo dann eben das Öl weiterhin verkauft, also gefördert und verkauft werden muss, weil es eben eine der großen Einnahmequellen ist, die dann weiterhin für den Fortbestand dieser revolutionären Gesellschaft sorgt. Und ich glaube, das sind dann einfach so Sachen, da redet man heutzutage nicht gerne drüber, weil es halt einfach viele Widersprüche aufmacht und weil es auch immer diese schöne Abgrenzung, die man zu den sozialistischen Staaten des Ostblocks hat, irgendwie ja noch so ein bisschen unterstreicht, was die ja alles für furchtbare Sachen dann irgendwie in der Ökonomie und in dem Außenhandel gemacht haben. Aber ich glaube, das sind Fragen, denen man einfach sehr offen auch als libertärer Sozialist gegenübertreten muss. Ja, ne, ich meine, es sind einfach Notwendigkeiten. Ja. Genau, Notwendigkeiten trifft es eigentlich sogar noch besser. Ja, man muss auch vorsichtig sein, immer was man jetzt als Notwendigkeit abtut und was nicht, weil ich meine, die Alternativlosigkeit der Politik, naja, immer vorsichtig, aber ne, es wird halt diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten geben. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Ich meine, ja, also wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, vielleicht verstehe ich es auch falsch. Es wird einfach dieses wirtschaftliche Ungleichgewicht geben. Je nachdem, was man jetzt für ein Staat ist, mit wem man handelt oder so, man muss halt das Beste für sich heraushandeln. Es wird lange Zeit, wenn nicht auf Ewigkeit, sollte das nicht überall auf der Welt dann nach und nach die Revolution stattfinden, wenn man es überhaupt militärisch verteidigen kann. Es ist der Fall sein, dass man halt in einem ungleichen Tausch verwickelt ist
Und damit muss man umgehen. Ich meine, es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein schönes Bild, aber das ist auch das, wo ich für mich zu dem Schluss gekommen bin. Naja, es wird einfach sein, dass dieses Machtungleichgewicht sich am Markt, ja, es ist halt ein Markt, wenn wir da miteinander handeln, sich niederschlagen wird. Und ja, damit muss halt dann die Gesellschaft umgehen. Was halt einfach wichtig dazu anzumerken ist, es wird ja trotzdem, trotz dass es diese Widersprüche gibt, wird es ja eine ungleich freiere Gesellschaft und eine ungleich angenehmeres Leben trotzdem höchstwahrscheinlich sein. Ein selbstbestimmtes zumindest, ja. Selbstbestimmtes, ja. Klar, man weiß halt nie, wenn es halt kriegerische Auseinandersetzungen gibt, das kann natürlich auch dann weniger schön sein, das stimmt. Aber das ist ja dann wichtig, trotzdem dabei zu betonen. Nur es geht ja einfach dabei darum, realistisch zu bleiben. So einen gewissen Realismus daran zu legen und jetzt halt nicht zu sagen. Ein Traum zeichnen, ja. Genau. Und einfach diese Notwendigkeit von so einem Übergang halt zu sehen, dass es halt sehr unwahrscheinlich ist, dass es halt überall gleichzeitig passiert. Und was bedeutet das dann halt, wenn es nicht überall gleichzeitig passiert? Und trotzdem macht es ja einen sehr großen Unterschied. Es wäre eine Gesellschaft, wo halt alle Bereiche des Lebens, die Produktion, die Versorgung, alles halt in der Kontrolle von uns Arbeitern und Arbeiterinnen liegt, ja. Und das ist dann ja ein ganz anderer Ausgangspunkt, worüber man dann halt redet, selbst wenn es dann halt auch mal Phasen gibt, wo es halt irgendwie scheiße läuft, schlecht läuft, aber man ist halt nicht mehr entfremdet von dem, was um einen herum passiert. Man hat halt einen hohen kollektiven Grad der Beziehung von Solidarität, auf die man sich verlassen kann, also auch eine hohe Sicherheit, Sozialsicherheit, die davon ausgeht halt. Und so viel mehr, was man da halt nennen kann. Es gibt auch so viel, was man halt auch von heute auf morgen tatsächlich umwerfen und umgestalten kann. Ne? Da haben wir auch noch gar nicht so gesagt, weil es gibt so viele unnütze, auch zum Beispiel bürokratische Arbeitssachen, diese ganzen komischen Ämter, die halt existieren, die man halt einfach dann auflösen kann, wo halt so viel auch produktive Kraft in der Gesellschaft halt frei wird. Oder man könnte auch so viel weniger BWLer ausbilden, ja. Zum Beispiel, ja. Oder halt auch sehr gebildete Menschen dann auf einmal, die was Produktives machen könnten, ja. Außer in der Außenhandelsgesellschaft. Da brauchen wir sie. Ich weiß nicht, ob wir da BWLer brauchen. Ich glaube, da brauchen wir. Ich meine, was BWLer schon können, sie können Dinge effizienter gestalten. Das geht häufig damit einher, dass halt Menschen freigesetzt werden, dass die Arbeits-, also die wahre Arbeitskraft, dass der Markt dafür, wie sagt man, besser funktioniert, weil es da mehr Angebot gibt, um nicht zu sagen, ja, wir schicken Leute in die Arbeitslosigkeit. Aber ich meine, es wird sicherlich Menschen brauchen, die die Effizienz dieser Gesellschaft analysieren und dann Verbesserungen machen. Weil ihr gesagt habt, es ist eine Planwirtschaft. Und jetzt haben alle natürlich Angst gehabt, oh, Stalin, oh, scheiße, Mao Zedong, wir machen jetzt da irgendwie eine Planung. Seid ihr Stalinisten, ist die erste Frage. Und dann die zweite ernst gemeinte Frage. Ja, wie schaut diese dezentrale Planung aus? Also wie kann sie ausschauen? Es gibt ja auch viele Modelle. So Arbeitszeitgutscheine, sowas, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass wir an dem Punkt sehr viele, also erstmal nein. Ja, gut. Aber ich distanziere mich von Stalin. Genau, das tun wir. Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass das echt spannend sein kann bezüglich halt dann so Internet einfach. Also dass wir an so einem anderen technischen Stand sind, hat ja für so einen freiheitlichen Sozialismus auch total viele Perspektiven. Also wir sind ja jetzt auch keine Technikfeinde oder so, weil wir halt schon denken, dass es gibt natürlich auch sehr schädliche Techniken, wo man halt sagt, okay, Bitcoin, ja. Ja, da liegt halt schon was drin begraben, aber in der Regel kann man die halt ummünzen halt für halt auch ja, für so eine Selbstverwaltung eben. Und da glaube ich schon, dass man halt dann mit diesen Methoden halt des für uns alle Neulands Internets halt dann doch tatsächlich sehr gut auch Bedürfnisse erfassen kann, oder? Denke ich mal auch. Und danach halt auch eben planen kann dann. Ich glaube, das ist natürlich auch nochmal eine Frage, wie dann eben auch mit Arbeitsverteilung umgegangen wird, wo dann eben freie Stellen und so sind. Und ich denke auch immer, dass man sich ja jetzt nicht komplett frei von machen sollte, dass auch irgendwie man muss sich ja auch nichts vormachen, egal auch wie, wenn man mit, sagen wir mal, absolut utopistischen Anarchisten dann irgendwie drüber spricht, auch die haben ja irgendeine Art und Weise von gesellschaftlichem Druck, der dann auf die Leute ausgeübt wird, dass sie dann eben diese oder jene gesellschaftliche Arbeit dann übernehmen und sich irgendwie da am Gemeinwohl beteiligen, nur die wollen es dann eben nicht so offen sagen. Und
ich glaube, man kann sich das auch immer so gut vorstellen, gerade in so einer Übergangsgesellschaft, ist dann einfach eine Frage von so viel Freiheit wie möglich und so viel Autorität wie nötig. Und ich glaube, dass man da dann eben auch, indem wir einfach das Arbeitsleben deutlich angenehmer machen, deutlich eben die Bedingungen, unter denen das passiert, verbessert und auch die Diskussion darüber viel freier ist, was die Leute sich dann in einer bestimmten Branche wünschen, dass man eigentlich fast alles attraktiv machen kann. Da bin ich wirklich der festen Überzeugung von. Bei ganz fast alle Jobs, meinst du? Genau, fast alle Jobs, fast alle Tätigkeit. Weil das ist ja auch immer so eine Sache, dass Leute dann eben sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute... Ja, Kanalisationsarbeit. Das ist nur der Klassiker. Ja. Aber das ist ja tatsächlich... Nein, so, aber ich meine schon, dass es wahrscheinlich ein paar Jobs gibt. Das ist schon eine wichtige Frage. Also die würde ich, hätte ich euch auch noch gestellt. Also, absolut. Das ist ja die andere Seite eigentlich vom Konsum. Wie schaffen wir es, dass die Sachen überhaupt auch da sind? Weil es ja eigentlich, sagen wir mal, schon mal erstmal ein recht schöner, privilegierter Standpunkt, wenn man dann sagen kann, wir müssen uns jetzt nur noch darum kümmern, dass der ganze Kram irgendwie an den Mann kommt. So. Nee, wir müssen uns auch erstmal darum kümmern, dass der Kram überhaupt gemacht wird. Und ich glaube auch so Sachen, wenn wir jetzt über Kanalisationsarbeiten oder so sprechen, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass eben man da auf zwei Ebenen eben arbeiten kann. Oder eigentlich sagen wir mal auf drei Ebenen. Einmal eben den Arbeitsstandard immens erhöhen, Arbeitszeit deutlich verringern, die da dann eben verausgabt werden muss, einfach deutlich mehr Leute. Ich würde auch sagen, man kann rotieren. Genau. Man kann rotieren, ja. So, einfach, also das wäre so mein Vorschlag. Ja, dass man so sagt, es gibt Scheißarbeit, das ist eine Übereinkunftskategorie, ja, das ist scheiße und dann ist ja auch sagt jeder, scheiße. Okay, jeder macht eine Woche im Jahr in der Kommune Scheißarbeit. No. Wenn wir 52 Leute in der Kommune haben, naja, okay, dann haben wir das auch erledigt. Ja, also ich glaube, bei manchen Sachen ist es ein bisschen einfach gedacht, weil man denkt das dann immer aus dem Bild der Kommune, wo dann irgendwie die Scheißarbeit vielleicht jetzt ist, irgendwie die Katzenklos sauber zu machen und die Duschen oder das Klo zu reinigen. So. Ich glaube, dass es viele Bereiche gibt, die Scheißarbeit sind, die einfach einen hohen Professionalisierungsgrad trotzdem bedürfen, deswegen glaube ich nicht überall eben so ein Rotationsprinzip so einfach anwendbar ist. Aber was ich halt glaube, ist, dass man dann eben einfach gesellschaftlich dafür sorgt, dass die Ressourcen bereitgestellt werden, dass sehr viele Leute sich die Arbeit teilen und die Leute dann eben nur noch sehr wenig arbeiten müssen. Und ich glaube, dass dann eben der andere Punkt dann ist, dass man diese Arbeit auch so gut es geht eben technologisch begleitet, dass man einfach sehr viel Ressourcen dann auch dafür aufwendet, diese Arbeiten, die Leute nicht machen wollen, dann eben so angenehm wie möglich auch über technologische Fortschritte zu machen. Und dann gibt es ja auch wirklich immer Leute, die halt auf alles Bock haben. Also das muss man ja auch dazu sagen. Es gibt auch wirklich Leute, die halt... Wo reiße ich jetzt einen Baum aus für die Kommune? Ich mache das. Genau. Ja, das gibt's schon. Und halt, was ich aber wichtiger noch als das, ist, dass es halt einfach eine ganz andere Form von Anerkennung bedeutet, wollte ich mir auch sagen. Der dritte Punkt, moralische Wertschätzung davon. Wir haben doch den Respekt, Kanzler, was wollt ihr mehr? Ja, aber das ist halt was ganz anderes, als was hier Respekt und was hier Anerkennung bedeutet. Halt in einer Gesellschaft, wo halt wirklich das Kollektiv existiert, ja, und halt wir ganz nah beieinander sind und so, da ist es halt was anderes, wenn halt die ganze Nachbarschaft halt mitbekommt, boah, der Johnny, der macht hier immer die Kacke für uns weg. Er ist stabiler Typ. Man kann ja auch eigentlich so, wenn man sich das anschaut, gerade viele so Schenkwirtschaften, die dann einfach auch mit einer Privilegierung von den Leuten dann arbeiten. Also das ist ja sowieso auch nochmal eine Sache, wenn wir irgendwie über Luxusgegenstände oder so reden, so wie die dann verteilt werden. Das ist ja auch immer eine Sache, irgendwie wie gehen wir mit, sagen wir mal, verknappten Gütern um. So, und das ist ja auch, glaube ich, ein Ding, wo man sehr viel darüber regeln kann, dass einfach viel kollektiv zugänglich sein wird, dass man vielleicht dann einfach, was weiß ich, mit recht intensiven Technikprodukten oder so dann die Möglichkeit hat, was weiß ich gehe jetzt irgendwie in Gaming-Hub oder so und dann steht da mal ein PC mit einer gescheiten Grafikkarte so und ich muss jetzt nicht irgendwie mich 10 Jahre irgendwie bei der dafür zuständigen Computerbehörde anmelden und dann warten, bis der rauskommt und dann ist schon alles veraltet. Und ich glaube, eine andere Sache ist aber auch, dass man eben... Aber haben wir eine Behörde im Anarchismus? Ja.
Also das sind keine Behörden in dem klassischen Sinne. Das ist ja die Frage, was heißt Behörde? Das wäre nur meine Frage, ja genau. Was heißt, einfach eine Koordinierungseinheit. Eine zuständige Organisation, meinetwegen kann man es auch Behörde nennen. Also das ist jetzt nein, ich verstehe schon, ich wollte nur wissen. Verwaltung, also das ist einfach eine Art Verwaltung, die Koordinierungsarbeit für eine Kommune leistet. Genau. Ja. Jetzt... Also da sind jetzt eigentlich alle meine Fragen beantwortet. Was mir jetzt noch dann darum geht, wie bauen wir Computer? Also die Art und Weise, wie viele hochspezialisierte Gerätschaften hergestellt werden, das kann man halt nicht, das sind halt komplexe Lieferketten mit komplexen Gerätschaften, die auch nicht so oft einfach vorhanden sind. Wie funktioniert das? Wie schaffe ich es jetzt von Computern? Naja, okay, die können wir teuer von mir aus dem Ausland einkaufen, aber das ist dann halt auch teuer. Wie könnte man das herstellen und auch jetzt medizinisches Gerät? Also ich meine, Computer, vielleicht kriegen wir das noch hin, aber viele von den Geräten, die notwendig sind, um heutige Medikamente herzustellen, die baut man nicht einfach mal so, sondern das sind halt ganz komplexe Prozesse. Wie wird das funktionieren? Du denkst jetzt auch an so... Mängel dann bei bestimmten Sachen? Also so beispielsweise, was ja da immer lange das Bottleneck bei so technischen Gerätschaften war, war ja eben dieser Chip, der Halbleitermangel. Also das wäre beispielsweise was, wo ich sagen würde, einmal ist, glaube ich, Taiwan als Staat anzuerkennen immer eine gute Möglichkeit, um an Halbleiter und Chips zu kommen. Also das könnte man beispielsweise recht einfach machen. Das meine ich gar nicht. Ich rede nicht nur von Chips. Also das sind ja Laser oder so. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit diesen Gerätschaften, die jetzt Medikamente herstellen. Ich weiß, sie sind unfassbar komplex. Ich weiß, das sind jetzt nicht wirklich Dinge, wo du Ersatz finden kannst. Also es sind unterschiedliche Produktionsprozesse und Stadien, die halt aufeinander direkt angepasst sind. Und wenn der eine da nicht liefert, naja, okay, dann bist du halt am Arsch, weil die halt aufeinander abgestimmt sind, diese Teilgerätschaften, die du dann halt zusammenbaust, und auch dieses Zusammenbauen ist kein Lego-Set, sondern das ist deutlich komplexer. Ich bin der Überzeugung, dass das nicht nur in einem Kapitalismus bürokratisch organisiert werden kann, nur das muss halt, das kann nur in einer Gesellschaft oder in einer Produktionssphäre geschehen, wo keine Rivalitäten untereinander sind. Also zwischen den Unternehmen gibt es Rivalitäten, aber da gibt es ja auch die Notwendigkeit zur Kooperation. Weil wenn ich meinen Teil nicht an die nächste Firma, die das dann noch zusammensetzt, dann verkaufe ich es ja niemandem. Weil mit so einem genauen Laser kann außerhalb von diesen Gerätschaften niemand was anfangen. Das heißt, wie kann man das schaffen, wenn wir jetzt eine Gesellschaft sind, die anarchistisch ist, und alle und aber jetzt die Medikamente oder die Geräte, die unsere Medikamente produzieren können, sind vor allem in kapitalistischen Gesellschaften, wo es noch das Patentrecht gibt, heimisch. Was hat man da für Lösungen, um entweder an die Medikamente zu kommen oder sie selber oder an die Gerätschaften zu kommen? Ist das dann auch so dieses, ja okay, da müssen wir halt schauen, dass wir aus unserer trotzdem schlechteren Verhandlungsposition oder Handelsposition das Beste draus machen? Oder habt ihr da, ich meine, es ist eine verdammt spezifische Frage, mich würde nur interessieren, ob es dazu anarchistische Ideen gibt. Ich denke mal, das ist eine Frage, die sich alle sozialistischen Gesellschaften gestellt haben oder wahrscheinlich theoretisch jetzt alle Sozialisten, die in so eine Lage kommen würden, dann auch stellen müssen. Und ich würde auch einfach sagen, es gibt halt... Ich meine, es ist, wenn ihr sagt, keine Ahnung, das ist eine spezifische Frage, dann ist es ja auch... Wir hatten gerade nur im Chat, dass wir rohpöttisch sprechen. So, ja. Machen wir das wäre mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, machen wir einfach. Ihr redet einfach Deutsch. Ja. Nicht aber. Also, ich glaube, das Ding ist, man muss halt immer schauen, ab wann lohnt es sich noch. So. Ab wann lohnt es sich, vor Ort zu produzieren, und ab wann holst du halt einfach das Moped aus dem Ausland. So. Und ich denke mal, da kannst du dann einfach immer, das ist halt eine Frage von Planung. So, du schaust dir an, so wie viele Ressourcen verausgabst du halt für die lokale Produktion, wie komplex wäre die Geschichte. Und wenn die Geschichte zu komplex ist, dann haust du den Plan halt in eine Tonne und kaufst es einfach aus dem Ausland ein. Und ich glaube, wenn es um so wirklich komplexe Geschichten bei uns vor Ort geht, da musst du halt dann einfach mal wirklich
gucken, da muss er halt auch mal wirklich sagen, wir brauchen halt Experten in den Fragen von Logistik so. Weil du hast halt bei ganz vielen Unternehmen, mit den Subunternehmen, die so haben, hast halt schon sehr viel interne Planung, die du dir eigentlich dann auch mal abschauen kannst. So. Weil ich frage mich, warum sollte das Produkt nicht auch in einer sozialistischen Gesellschaft genauso gescheit dann eben intern geplant werden können von der Produktionskette. So, warum sollte das nicht klappen? Meiner Meinung nach müsste das eigentlich genauso gehen und da bist du sogar gar nicht so stark abhängig jetzt vielleicht von irgendwelchen Preisschwankungen oder so oder interner Konkurrenz dann um die Zulieferung und diese ganzen Probleme, das Ding dann auch möglichst günstig dann irgendwie abtreten zu müssen und einfach, sagen wir mal, jetzt hier komplett auf Lagerraum zu verzichten und so ein Krams. Und was da eben noch oben drauf kommt, ist einfach der Punkt, dass du einfach bestimmte Sachen lässt du weg, weißt du? Da lässt du einfach zum Beispiel E-Zigaretten oder so eine Scheiße. Das wäre jetzt ein gutes Beispiel. Dass du das, ja, kannst ja. Da sind ja auch halt seltene Metalle und was weiß ich drin. Ja, aber die Viecher, die kommen ja auch nur aus dem Ausland. Ja, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass in dem Ausland ist diese Revolution, weißt du, wo das hergestellt wird, ja, dann jetzt mal als Beispiel, dann lässt du die Sachen halt weg. Oder die, also wir produzieren ja auch selbst in Deutschland, produzieren wir das ein oder andere elektronische Gerätchen, wa? Und deswegen, da muss dann einfach auch darauf achten, dass zum Beispiel halt die halt länger halten, die Sachen, weißt du? Es ist ja auch im Kapitalismus so, dass die Sachen halt produziert werden für den Müll. Das ist ja, ja, ist ja, ja. Gibt es ja auch diese ganzen Kartellgeschichten mit halt die Glühbirnen und was. Die halt, ja, das kaputt wird, ja. Ja, und dann noch Recycling, kommst auch noch oben drauf, weißt du? Recycling machst du auch noch oben drauf, weißt du? Da sagst du einfach, guck mal. Ist für mich immer noch Normaldeutsch, ja, aber gut. Na, es ist ja auch ein Slang und kein richtiges. Ja, ja, ist ja nicht viel bayerisch, weißt du? Nein, das ist komm, ja eine andere kommt Sprache. Kommt drauf an, wenn du in eine alte Imbissbude gehst. Wir sind ja auch nur sehr oberflächlich bei uns. Aus welcher Region kommst du nochmal? Um Wien herum. Ja, guck mal, das ist halt auch wirklich, du hast halt auch einen Konkurrenzvorteil gegenüber uns als jetzt offen anarchistischer Podcast. Du hast halt den schönsten deutschen Dialekt. Ist Wien so schön? Also ja. Ich finde es wunderschön, aber ich bekomme nur, naja, ja, man kann, man, also kennst du das Video von Sebastian Kurz, wo er so zum ersten Mal in seiner Welt mit Menschen in Kontakt tritt, wo er dann fragt, ob sie schon Mittagessen haben? Kennst ja. Ja. Das ist schon, ja. Also so schön ist unsere Sprache. Wie schön wäre Wien ohne Wiener? Ja, Wien ist ja in dem Spagat lebenswerteste Stadt, aber auch die unfreundlichsten Menschen, die dort leben. Also ich finde das wirklich. Man auch schaffen. Ich habe mal immer so, ja, ja. So Videos irgendwie dann gesehen von wie Leute irgendwie wie Wiener Omas einen in der U-Bahn behandeln oder so. Dass die Leute wirklich sehr grob zueinander sind. Ja, ja, sind sie ja. Schönste Stadt, unfreundlichste Stadt. Beides. Mhm. Das ist ja das Interessante. Also da muss unsere Stadt schon wirklich sehr schön sein, dass die Wiener, die ja bekanntermaßen Arschlöcher sind, überhaupt nicht ins Gewicht fallen scheinbar. Ja, also kommt nach Wien, aber redet nicht mit uns. Dankeschön. ich meine, meine Hauptfragen haben sich eigentlich geklärt. Was mich jetzt noch sehr gerne beschäftigen würde, habt ihr das Gefühl, also das ist so meine Frage. Wie geht es euch mit der Frustration? Also ich bin unfassbar frustriert. Ich kann, wie gesagt, Twitter nicht mehr öffnen. Ich lese auch keine Zeitungen mehr. Mhm. Hier und da schaue ich mal Nachrichten. Aber ich habe mich davon in den letzten 2 Monaten sehr zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, es belastet mich sehr. Vielleicht machen wir jetzt noch kurz den Self-Help-Talk. Wie geht es euch mit eurer politischen Arbeit? Konsumiert ihr Nachrichten? Vielleicht, es würde mich interessieren einfach. Wir müssen ja allein schon deswegen Nachrichten konsumieren, weil wir immer alle 2 Wochen ein Nachrichtenformat bei uns machen, wo wir im Überblick das aktuelle Weltgeschehen kommentieren. Aber ich würde sagen, das ist halt wirklich, also bei mir zumindest ist es so wellenförmig. So, es gibt halt Phasen, wo ich halt auch einfach so sehr down damit bin, sehr, sehr kaputt damit bin einfach. Und dann gibt es halt Phasen, wo mich das halt nicht juckt und ich einfach mein Ding mache so. Und das ist halt, ich glaube, das ist so,
Für mich ist es halt tatsächlich das halt gibt mir einfach halt, also mein Blick auf die Welt und halt dass ich halt konkret Teil von Veränderungen bin. Also das halt dieses Gefühl zu haben, so von sowohl über so ein Projekt, was wir halt machen, wo wir unglaublich viele Rückmeldungen halt jede Woche von Leuten bekommen. Das ist halt mega schön auf der einen Seite. Das ist natürlich eine große Selbstwirksamkeit, was auch ein Privileg dann ist, ne? Was jetzt halt die meisten Leute einfach nicht haben. Aber auch, wir machen ja auch zum Beispiel Nachbarschaftsraum und so und machen halt auch seit Jahren solche Projekte von so konkreter Basisarbeit. Und da gibt es halt auch immer wieder so schöne Momente. Und da sieht man dann halt auch so konkret, dass man halt auch, selbst wenn es dann nur in einem gewissen Rahmen ist, auch was bewegt. Ne? Und das ist immer schön. Aber ja, keine Frage, yo, in was für Zuständen leben wir? Natürlich ist man halt auch abgefuckt immer wieder und so. Ne? Ja, ich glaube, ich war auch schon echt oft in der Situation, dass ich mich so gefragt habe, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die viele Leute, die sich irgendwie politisch betätigen, dann haben und die, sagen wir mal, jetzt wirklich nicht nur kleine Reformen irgendwie ansetzen, sondern wirklich Gesellschaft revolutionieren wollen, dass man irgendwie sagt, mache ich jetzt weiter irgendwie damit, betätige ich mich wirklich so aktiv, weil ich sehe einfach, es geht irgendwie nicht wirklich voran, die Zustände werden immer schlimmer, will ich vielleicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut und ziehe mich irgendwie komplett ins Private zurück, lebe mein Leben irgendwie, solange es geht, noch so gut wie möglich. Aber ich habe echt das starke Gefühl, also ich habe auch immer gerne die Romane oder die Bücher von H.P. Lovecraft gelesen. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man einmal irgendwie so wirklich den Kapitalismus als das gesehen hat, was er eben ist, diese unwirkliche, gigantische und scheinbar übermächtige Bestie, so, dann fällt es sehr schwer, da einfach wieder zurückzugehen. Und genauso wie die Charaktere da eben in den Büchern, wenn sie einmal eben den Wahnsinn erblickt haben, der sie nie mehr loslässt, so sehe ich das auch. Und dann möchte ich eigentlich eher lieber den Mut zusammenfassen und wirklich die Hoffnung in den kleinen Momenten gewinnen und sagen, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass ich gegen diesen kosmischen Horror gewinne, egal wie unwahrscheinlich es ist, dass ich da jetzt einen Sieg davon trage, egal wie viel man auch selber irgendwie da dann Frustration hat oder drunter leidet, wenn ich mir mal angucke, wie viele Leute in wirklich noch beschisseren Situationen nie den Mut verloren haben, da weiter zu kämpfen, dann sollte ich es ja wohl jetzt auch schaffen und den Mut fassen und wirklich darin wenigstens noch eine kleine Hoffnung, noch ein wirklich auch so ein Stück von ja, gelebtem Leben dann irgendwie haben. Ja, ich finde, der letzte Satz, den du gesagt hast, der ist verdammt wichtig, weil es geht einfach darum, dass man sich politisch engagiert, soweit man will, dass man zufrieden ist mit dem, was man tut, dass man nicht nur dahin lebt, sondern auch also dahin lebt in dem Sinne von, dass man dann selber sagt, ja, ich tue nichts, irgendwie, ich bin ja nutzlos und so. Das heißt, jetzt in sich aufgehen und sagen, ja, okay, ich gehe jetzt halt arbeiten und am Abend freue ich mich, wenn ich mir meinen Film schaue und dann gehe ich schlafen und am nächsten Tag stehe ich wieder auf. Das ist in meiner Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, die sich irgendwie politisch interessieren, das macht sie nur noch trauriger. Nur das vollständige Aufopfern in der politischen Arbeit und dann wirklich, du stehst auf, du liest Nachrichten, dann du musst halt noch arbeiten und dann, wenn die Arbeit fertig ist, dann gehst du zu deinen Gewerkschaftsfreunden und du machst da deine Arbeit, fällst dann um 11:30 müde ins Bett, wirst um 6 wieder vom Wecker aufgeweckt, damit du dann um 7:30 in der Fabrik bist und machst das alles nochmal von vorne. Das kann es halt auch nicht sein. Also dieses Politik, ja, aber das Leben nicht vergessen, weil sonst hast du halt auch nicht die Möglichkeit, politisch zu agieren. Das ist finde ich, ein sehr wichtiger Punkt. Ja, auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht. Weil das, was wir machen, das soll ja auch was sein, was halt das Leben bejaht. So. Das geht nicht um Märtyrerkult. Genau. Das ist halt die Sache so. Sondern ja, sehr wichtig. Das ist halt, glaube ich, auch was eigentlich selbst jede sehr stark auf Märtyrerkult ausgerichtete religiöse Organisation oder so versteht. Es braucht halt eine Reproduktion einfach von der Organisation. Es braucht eine Reproduktion von den Leuten, die da kämpfen. So. Man kann sich nicht komplett einfach da drin verausgaben, dass die Leute komplett ausbrennen. Und was wäre es auch für eine Gesellschaft, die man irgendwie davor zieht? Da kannst du ja eigentlich nur eine elitäre Kaderorganisation haben von Leuten, die sich komplett aufopfern und
ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir auch diesen Schritt weggehen von eben so vielen Organisationen, die dann einfach nur auf den Schultern von ein paar Leuten dann irgendwie ruhen, die sich dann, wie du es gesagt hast, noch neben Arbeit, neben Studium einfach komplett verausgaben und es nicht geschafft wird, wirklich in die Breite reinzuwirken. Aber das ist ja auch dann ein ganz wichtiger Schritt halt hin zu breiteren Organisationen, formellen Organisationen, weg von halt diesen kleinen Gruppen und so, weil das dann einfach auf mehr Schultern verteilt ist im besten Falle, ne? Ja. Mhm. Und das ist halt, und das ist für uns dann halt auch wirklich zentral, dieses sinnliche Erleben von diesem Kampf auch einfach. Also für mich war, wo ich angefangen habe, mich mit Anarchismus zu beschäftigen und aktiv zu werden, die ersten ein, zwei Jahre habe ich halt fast nichts gemacht, wenn ich so darauf zurückblicke, sondern ich habe wirklich einfach mich primär mit mir selbst und mit der Welt und mit dem Gefühl dazu, wie ich das halt erlebe und wie mich das kaputt macht, diese Welt, wie sie eingerichtet ist und was es mit mir macht, wie es mich angreift. Damit habe ich mich eigentlich primär am Anfang überhaupt auseinandergesetzt und das ist halt wie so eine Art von so einer eigenen revolutionären Schule gewesen, um mich halt dann auch auf so ein Leben, ja letztendlich doch des Kampfes halt dann einzustellen, um das halt so ganz klar in mir zu verinnerlichen, egal was halt kommt, so, das ist für mich halt der Weg. Ja, ich meine, ich habe dem jetzt leider nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, wir haben alles so zum, ja, wie ist man politisch aktiv und macht sich dabei nicht kaputt. Ich glaube, das Wichtigste haben wir da jetzt schon gesagt. Würde euch noch irgendwas interessieren, so was mich persönlich jetzt angeht und meine politischen Ansichten, weil ich persönlich kann von dem Gespräch sehr viel mitnehmen. Vielleicht eine Frage habe ich noch an euch. Habt ihr den Text gelesen darüber, wie sich eine anarchistische Gesellschaft militärisch verteidigen könnte von diesem Chris Beaumont? Kennt ihr das? Tatsächlich nicht, nee. Weil der hat ein 40-seitiges Master-Thesis hat er verfasst darüber, wieso er der Ansicht ist, dass sich eine anarchistische Gesellschaft besser verteidigen könnte als eine staatssozialistische. Stimmt, habe ich auch. Und ja, doch, also doch, das ja. ist... Das würde ich vielleicht noch so als kleine Leseempfehlung, ich habe so viel mehr gelesen über Anarchismus, aber das ist, finde ich, ein Text, der einen Aspekt betrachtet, der halt, dem halt wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie das dann tatsächlich sich verteidigen könnte. Mhm. Weil das ist ja immer die Kritik, ne? Anarchismus ist zu schwach, um sich zu verteidigen. Das Paper würde da dagegen argumentieren, das heißt, das wäre noch eine Empfehlung von meiner Seite. Noch eine Frage an euch, was soll ich lesen? Also ich habe bis jetzt Kropotkin gelesen, das Brotbuch und das war's. Also was ist so ein nächster Text, wo ihr sagt, ja, da soll ich mal reinlesen? Also ich glaube, für den Überblick über die gesamte Tradition, auch vor allem so aus der Perspektive, wie wir das verstehen, eben Anarchismus als explizit sozialistische Tradition mit einem starken Bezug auf Anarchokommunismus und auf Anarchosyndikalismus, ist eigentlich Schwarze Flamme, so das Buch, wurde was, schon, ja. hast du wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Was man wirklich... Nein, es wurde, bevor ihr es gesagt habt, in den Chat geschrieben. Ach so, bei dir. Ja, wir sehen das leider nicht, deswegen. Ja. Aber das ist eigentlich so ein Buch, was wirklich sehr empfehlenswert einfach ist, um da so einen sehr, sehr großen Überblick zu bekommen, sowohl historisch als auch strategische Fragen eben zu betrachten. Ja. Ist halt ein bisschen teuer, so, aber kriegt man auch gebraucht bei Medien. Ja, vielleicht, also ganz gut. Vielleicht kriege ich da meine Finger dran. Ja, aber ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, noch ein, zwei Fragen an dich. Also ich auf jeden Fall, weil es war ja, ist ja jetzt fast schon ein Interview geworden mit uns. Ja, ja, genau. Ich habe befürchtet, dass das so wird, einfach weil ich persönlich wahrscheinlich mehr Fragen habe an euch als umgekehrt. Mhm. Es sollte jetzt nicht so eine, also ich habe das jetzt nicht angesetzt, irgendwie, dass ich euch da so grill und euch so aus der Reserve locke. Ich hoffe, das ist ja nicht so angekommen. Nö, das war spannend. Das ist ja sehr, sehr sanft. Weil... Fast. Ich meine, egal, nein, mehr habe ich zu der Grillerei jetzt hier eigentlich nichts zu sagen. Mich würde tatsächlich einfach interessieren, wie du den Bezugspunkt zum Anarchismus bekommen hast. Ach so, naja, also ich kann sagen, ich bin mit 15 bin ich in Ben Shapiro-Kreise hineingekommen. Nicht irgendwie, ich war nie ein Rassist oder so, ich habe das immer scheiße gefunden. Aber ich war so, ja, SJW ist doof. Dann habe ich ein Video von Warsh, können jetzt ein paar im Chat sich ärgern, gesehen und der hat gesagt, er hat sich dann halt über Shapiro lustig gemacht und hat gesagt, ja, und hat irgendwann erwähnt, ja, Anarchismus. Und dann hat er gesagt, das sind halt die Prinzipien, die gut sind, die er cool findet. Und die fand ich auch cool.
habe so gesagt, ja, also es ist ja eine schöne Gesellschaft prinzipiell, also das als Ziel zu formulieren ist ja gut. Habe dann nicht viel drüber nachgedacht, habe dann während meines Präsenzdienstes, ich war tatsächlich beim Bundesheer, nicht beim Zivildienst, habe ich dann viel Zeit gehabt und da habe ich dann, also da war ich schon Sozialist, da war ich noch kein Anarchist, da habe ich dann das Brotbuch gelesen und eine Einführung zu Bakunin, die war aber ganz kurz, war so ein kurzes Einführungskapitel. Und dann habe ich hin und wieder, dann habe ich anarchistische Medien konsumiert, ich habe ein paar Videos geschaut zu dem Thema, speziell das ein Video von Adam Something gibt es zu dem Thema, wo er so eine Möglichkeit für eine anarcho-kommunistische Kommune eben darlegt. Das hat mich, das habe ich spannend gefunden, da dann ein paar Sources gehabt, habe ich kurz reingelesen, also vielleicht 10 Seiten gelesen von ein paar Artikeln und ja, das, so bin ich eigentlich dazugekommen. Also über Warsch dann das Wort gedroppt und dann ein bisschen damit beschäftigt. Aber ich habe mich jetzt ehrlich gesagt, worum es mir da, und vielleicht, dass ich mir jetzt wieder bei dem Punkt mit der Praktikabilität, mir ging es da jetzt nie darum, wirklich zu verstehen, wie wir da hinkommen oder mich da wirklich jetzt extrem theoretisch damit auseinanderzusetzen, sondern weil mir ging es darum, naja, wenn ich jetzt politisch argumentieren will, was sind meine moralischen Leitlinien? Worum geht es mir? Mhm. Das heißt, es hat für mich, das klingt jetzt extrem dumm oder vielleicht abwertend, wenn ich das sage, es hatte für mich immer so einen instrumentellen Charakter als Bezugspunkt, als so moralische Leitlinie. Wenn ich mir was aussuchen kann, wie schaut die Welt aus, dann ist sie halt frei organisiert, möglichst mit wenig willkürlich äußerlichen Eingriffen auf dich. Das heißt, ein Staat wäre mal im Idealfall nicht, weil da hast du einfach ein Militär, das dir gegenübersteht, wo du jetzt nur sehr indirekt Zugriff hast auf die Regeln, die über dich und so weiter und so fort. Das heißt, Staat kann es nicht sein. Organisieren wir es kapitalistisch? Nein, da bilden sich dann auch wieder staatenähnliche Hierarchien heraus. Naja, und dann, wenn du sagst, Staat kann es nicht sein, aber es kann auch nicht kapitalistisch sein, dann bleiben immer viele Varianten übrig und dann das halt als Bezugspunkt für meine Argumentation. Vielleicht, es gibt ja manche Anarchisten, die sagen ja, das als Ziel zu formulieren, dann aber nicht in diese Richtung zu arbeiten, sondern es nur als moralischen Bezugspunkt zu haben, ist irgendwie eine, ich will jetzt nicht sagen Missbrauch, aber du verwendest es irgendwie falsch, das Konzept Anarchismus. Aber so bin ich halt dazugekommen. Also ich meine, ich würde halt wirklich sagen, erstmal freuen wir uns halt über alle Leute, die halt einen Bezugspunkt sich zum Anarchismus bauen. Egal, ob das jetzt halt in der Praxis, in der Theorie, in der Utopie, in der Philosophie, egal. Erstmal ist es halt überhaupt, wir freuen uns halt immer darüber, wenn halt sich unsere Ideen so verbreitern und halt Menschen darauf Bezug nehmen und sich da auch was von mitnehmen und das halt ihnen etwas für sich selber gibt. So, natürlich sagen wir dann, das war ja auch vielleicht einer unserer Anliegen jetzt für so ein Gespräch hier, natürlich ist es immer schön, das noch auszuweiten dann, ne? Weil klar, wenn man einmal so einen Anfangspunkt gefunden hat, dann findet man vielleicht, wenn man dann näher darüber nachdenkt und auch mehr im Gespräch ist, dann vielleicht auch mit Leuten wie uns, die halt irgendwie das Ganze irgendwie so auf Koks betreiben, wenn du so willst, dann halt vielleicht auch noch weitere. Das kannst du auf Lunge ziehen, ja. Genau, dann findest du vielleicht auch noch weitere Ansatzpunkte und spannende Aspekte daran, die das Ganze dann noch erweitern. Aber prinzipiell, ich schaue da null irgendwie so abwertend drauf oder so, wie kannst du nur das halt nicht komplett in jedweder Hinsicht bisher für dich irgendwie umgesetzt haben oder so, da schaue ich null so drauf. Das ist ja, glaube ich, auch recht häufig ein Problem, wenn Leute genau so eben dann, sagen wir mal, jetzt einfach bei sich vor Ort den anarchistisch geprägten und den explizit anarchistischen Ort betreten oder mal zu einer Veranstaltung oder so gehen, da gibt es ja auch einfach in vielen Kreisen sehr elitären Duktus dann. Es fängt natürlich auch schon mit einfach dem Sprachgebrauch, den es vor Ort gibt, an, aber es ist ja auch, dass es eine sehr starke Wissenshierarchie da einfach gibt und Leute häufig sehr viel voraussetzen. Das ist beispielsweise was ich persönlich auch so gemerkt habe. Also ich meine, bei mir war es, glaube ich, noch stärker, dass ich einfach generell politisiert wurde, auch durch so soziale Umstände, in denen ich war, dass ich das lange Zeit meines Lebens einfach viel finanzielle Probleme in der Familie und so gab und dass ich ein starkes Ungerechtigkeitsbewusstsein dann dadurch hatte und dann auch davon ausgehend mich dann mit Geschehnissen auf der Welt beschäftigt habe. Aber gerade Anarchismus war dann auch eigentlich eher eine Reaktion darauf, dass ich vor eben anders
so sozialistisch gedacht hatte. Tatsächlich hatte ich auch eine Phase, wo ich dann auch, wie du das jetzt gemacht hast, dann auch teilweise eher nochmal in konservative oder in nationalistische Kreise und so reingeschaut habe. Aber gerade als das dann so explizit wieder in so eine sozialistische Richtung gab, da war dann auch Anarchismus was, was mir eben viel so Argumente dann wieder gegeben hat gegen Widersprüche, die ich da gesehen habe. Aber ich bin dann auch erst damit reingegangen und dann betrittst du schnell auch anarchistische Kreise, so wo es dann einfach eine große Wissenshierarchie gibt und Leute dann wirklich ganz stark dann eben da drauf schauen, was weißt du jetzt, was weißt du nicht, wie beziehst du dich da drauf, wie kannst du welche Proteste werten und so, weißt du über die und jene Gruppe Bescheid, wie die ausgerichtet sind, und das ist einfach genau der falsche Ansatz da dran. Mhm. Ja, also für mich war es wirklich, ich glaube, ich habe dich jetzt so richtig wahrgenommen, erstmal bei diesem Video, wo du mit diesem Anarcho-Kapitalisten, davor hatte ich dich auch schon mal so ein bisschen, aber das war, glaube ich, so der richtige Punkt, und ich fand einfach, also aus meiner Perspektive hast du halt, sag ich mal, unsere Sichtweise auch darauf halt mega gut vertreten und den Typen halt einfach total gefrontet und so, und das war halt richtig nice. Und ich habe mich einfach nur gefreut darüber so. Und dann hatte ich halt einfach noch Fragen, ne? Also ich hatte halt noch Fragen bezüglich, wie du das dann halt so für dich siehst und so. Und die sind ja dann auch, haben wir auch heute teilweise besprochen, aber primär freut man sich ja dann einfach erstmal. Ja, also mich freut es natürlich auch im Gegenzug, dass ich euch Freunde bereitet habe. Zumindest mit, ja, nein, Libertäre sind so hirngeschissen, also muss man wirklich sagen, sehr, sehr schlimm. Eine andere Frage, habt ihr das Buch von Sarah Wagenknecht gelesen? Die Selbstgerechten? Nee. Nee, da bei der... Ich frage für einen Freund. Es ist Theorie, Alter. Lest ihr etwa nicht Theorie? Bei der Folge haben wir ja auch eine Folge zum Bündnis Sarah Wagenknecht gemacht und haben wir uns ein bisschen das einfacher gemacht, weil wir da halt einen Gast hatten, der sich intensiver damit auseinandergesetzt hat, der Alfred. Ja, der hat das auch auf jeden Fall gelesen. Also ich finde es nicht... Mit wem habt ihr da gesprochen? Mit Alfred Masur. Mit wem? Ja, Alfred Masur. Auch schon Autor auf anarchismus.de gewesen. Mit dem haben wir auch schon vor Folgen gemacht. Also ich fände es vielleicht sogar ganz interessant, sich das mal anzuschauen. Nicht, weil jetzt irgendwie diese Kritik an Woke oder so sonderlich analytisch korrekt ist oder die auch gescheite Argumente dafür braucht und bringt, um das irgendwie zu widerlegen. Aber ich glaube, das kann schon ganz interessant sein, weil ich meine, das Bündnis Sarah Wagenknecht wird ja in Zukunft einfach, würde ich jetzt sagen, auch einen kleinen Platz irgendwie in der deutschen Politik einnimmt. So. Und gerade mit eben diesem Alternativmodell, was die aufgemacht hat für viele Restlinke, ist das ja ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so gewisse Punkte, wie beispielsweise diese ganze Identitätsfrage, aber jetzt gar nicht irgendwie mit Identitätspolitik, sondern eher, wie schaffen wir wieder eine linke Massenidentität, ist auch eine Frage, die mich jetzt eigentlich recht viel umtreibt. Ich glaube, wir haben ja auch schon am Anfang so ein bisschen eben über diese ganze Sache gesprochen mit, wie genau schafft man das jetzt, dass Leute sich als Klasse begreifen. Aber ich glaube, darüber hinaus müssen wir eigentlich viel mehr Energie wieder da rein verwenden, dass Leute sich wirklich von linken Organisationen repräsentiert fühlen. So, dass das auch für sie eine große Erzählung eigentlich bietet von dem, wo sie sich auch von so zielgerichtet hinsehen, wo sie sich mit ihren traditionellen Wurzeln verbunden fühlen. Das ist auch eigentlich was wir wirklich auch versucht haben, im Podcast selber wirklich zu machen, dass wir auch sagen, wir gucken uns beispielsweise explizit auch so eine deutsche revolutionäre Tradition dann an, auch mit den Bauernkämpfen. Wie könnte man beispielsweise da aus den historischen auch eine positive Tradition fürs Jetzt bilden? Und ich glaube, gerade die kurdische Bewegung ist da, auch wenn man irgendwie jetzt an Konzepten so von der kurdischen Bewegung sicherlich auch Kritik üben kann, gerade in diesem Schaffen von so einem geeinten Mythos und einer geeinten revolutionären Identität wirklich eine, wo man sich eigentlich sehr viel auch für hier abschauen sollte. Aber nicht einfach nur jetzt so eins zu eins versuchen zu übertragen und zu importieren, sondern wirklich daraus versuchen, vielleicht mal ein paar Denkanstöße für hier zu bieten. Und ich glaube, auf eine reaktionäre Art und Weise hat Sarah Wagenknecht das auch sehr gut für, sagen wir mal, so einen linken Nationalismus geschafft. Ja, genau. Jetzt ist halt meine Frage, ob das nicht ein Oxymoron ist. Also natürlich ist ein Oxymoron mit dem linken Nationalismus. Also wie links der dann ist. Und was man vielleicht auch sagen muss, also ich schimpfe oft über die Sarah Wagenknecht, aber nicht, weil sie die falschen Fragen stellt. Also die Frage, wie schafft man es, Menschen zu mobilisieren? Das ist die absolut richtige Frage. Sie gibt nur die falsche Antwort, aber darauf das ist sind auch schon schlauere Menschen andernorts eingegangen. Ja. Aber das ist genau das, was wir auch dazu denken.
Also es gibt ganz viel Kritik auch, die sie formuliert und so, die wir halt auch einfach selber so formulieren, aber ihre Antworten sind halt in der absoluten Regel einfach, wenn man sich das dann mal anguckt, schon nicht das, was wir wollen, ne? Und sehr, sehr kurz gegriffen auch oft. Ja, also ich meine, sie fasst ja mittlerweile auch die Kleinunternehmer gemeinsam mit dem deutschen Volk oder mit den deutschen Arbeitern so als... ich weiß nicht, wie sie es genau bezeichnet hat, aber sie sagt ja auch, das ist Teil vom erweiterten Proletariat oder so, irgendwie nennt sie das. Ja, von da ist es ja auch nicht mehr weit, dann bis zu einem mittelständischen Unternehmen, ne? Mit ihrer nein, vor allem, und dann ist es ja auch nicht mehr weit zu einem faschistischen Klassenkompromiss. Also, nein, also das ja, kann man, das ich kann halt man immer, so das nicht machen. Muss man jetzt nicht direkt den Faschismus ausmachen, aber ich weiß schon... Nein, ich meine nicht, dass sie jetzt eine Faschistin ist. Ich sage nur, dass das sicherlich nicht in eine klassenkämpferische und Richtung geht. Ja. Und das ist ja, finde ich, das, was den was irgendwie das Linksein ausmacht, dass man eben nicht diese künstlich gezogenen Grenzen auf der Landkarte sieht, sondern dass man eben ganz klar die ökonomischen Abhängigkeiten anschaut und wer wird da benachteiligt und darin dann das Unterdrückte, also die unterdrückte Identität in der Gesellschaft sieht. Das ist halt das für mich entscheidende Linke. Ja, und auch sowieso ist es ja schon mal vom Ausgangspunkt her, alleine diese Partei und Sarah Wagenknecht an sich kanalisiert ja sehr viel dann auch von diesem Klassenzorn, den es halt gibt, in eine falsche Richtung einfach. Ne? Und auch in eine eben nicht klassenkämpferische und vor allen Dingen auch nicht Richtung von so Selbstorganisation, weil sie münzt ja das halt einfach auf sich und will das halt in politische Macht münzen für sich selbst. Ja, und für noch ein paar, ein, zwei, drei andere Schergen so. Und das ist natürlich sehr diametral zu dem entgegengesetzt, was wir wollen. Aber deswegen haben wir uns halt in dieser Folge auch ausführlich damit auseinandergesetzt, weil wir es immer wichtig finden, ja auch so einen Gegenstand intensiver zu betrachten und halt nicht, wie das dann halt, ich meine, viele Linke tun ja auch wirklich so, als wäre das jetzt irgendwie so der Satan oder so und heben das dann halt so heraus mit dem BSW, aber das ist es halt dann basically auch nicht so. Warum sollte man jetzt halt die SPD nicht genauso ins Kreuzfeuer nehmen, wie man jetzt das BSW kritisiert, ne? Weil ja, natürlich. Weil sie Nestbeschmutzer sind. Ja, weil sie Nestbeschmutzer sind, ja. Ist ja immer so. Nein, also das ist aber, das ist auch die Schwäche vom linken Diskurs, also dass man gegen die, ja, böse Ausländererzählung da überhaupt nichts, der überhaupt nichts entgegenhalten kann. Also das ist ganz, ganz schlimm. Sondern die einfach bereitwillig übernimmt. Auch gewisse Linke, die ich jetzt anschaue durch die Kamera. Ja, aber das sind, glaube ich, grundlegende Frustrationen. Wir Linke müssen einfach versuchen, den Diskurs zu kapern. Wisst was, Chat? Wir haben ja jetzt ja zwei Chats zusammen. Ihr macht ein GoFundMe. Wir schauen, ob wir die Springerpresse übernehmen können. Okay? also wir kriegen sicherlich 5 Euro oder so kriegen wir zusammen. Und aller Anfang ist schwer. Schauen wir, wie weit wir kommen. wär doch eine Idee. Ja. Springerpresse übernehmen. So eine geballte Medienmacht hier zusammen einmal haben mit den beiden riesigen Medienprojekten. Kriegt ihr dann wir holen Karl dazu. Karl. Ja. wie war das eigentlich mit dem? Das würde mich jetzt nochmal interessieren, so ein bisschen. Auch deine Meinung zu dem, weil ich habe das halt nur so oberflächlich verfolgt, dass der Typ halt jetzt irgendwie so mehr in so eine linksradikale Richtung sich halt selber also so betitelt und dann halt auch so stärker auftritt und so. Und davor habe ich den halt immer so ganz, ganz klar als einfach so linksliberal mit so vielleicht radikaleren Verteidigungskämpfen gegen so rechts halt wahrgenommen. Und jetzt dreht er halt irgendwie so ein bisschen auf. Wie siehst du das? Schwierig zu sagen. Ich habe ihn davor überhaupt nicht, also davor, bevor dieses Mao-Meme gekommen ist, habe ich ihn erst einmal gar nicht gekannt, weil da war ich noch gar nicht aktiv politisch. Ich kann hier eigentlich nichts dazu sagen, wie er sich da entwickelt hat. Da müsst ihr Leute im Chat fragen. Da schreibt immer bei mir auch der liebe Mod, der Big Monte Stalin-Fan, der bei euch war. keine Sorge, ich hoffe, er ist kein Stalin-Fan, man weiß es ja nicht. Meme checkt er nicht. Naja, ich hoffe doch sehr, dass Karl nicht wirklich sagt, er macht den Mao jetzt. Also er sagt jetzt halt so, ja, er macht den Mao im Sinne der Klimabewegung. Also er möchte jetzt irgendwie da jetzt der Souverän sein, der halt dann die Gesellschaft in Richtung Klimafreundlichkeit
umgestaltet. Ich kann nicht sagen, wie ernst er das meint. Es ist mal ernster, mal ist es mehr Meme, weil natürlich will er dann nicht Mao, aber wenn du ihn mal anders fragst, nein, aber er muss jetzt schon der Souverän sein. Ist halt, da kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich kann halt mit überhaupt nichts, also mit dieser Optik kann ich überhaupt nichts anfangen, warum er sich in die Nähe von diesen realsozialistischen gescheiterten Experimenten stellen will. Aber ich kann leider immer noch über Karl wenig mehr formulieren als los zusammenhängende Kritikpunkte und dann hin und wieder sagen, ja, aber er hat ein Gespräch gehabt mit Dara, wo er sich unterhalten hat, was sehr produktiv war. Also ich bin bei dem auch irgendwie zwischen zwei Welten gefangen, nachdem er kein Anarchist ist, sondern explizit sagt, naja, man kann auch Macht zentralisieren im Sinne des von einem Ziel. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Aber stimmt, das Gespräch mit Dara war das, glaube ich, wo ich dann das erste Mal auch dachte, ich habe halt bisher nur von echt so Sachen, wo ich dann einfach dachte, ja toll, halt ist einfach nur so ein Linksliberaler. Und dann dachte ich halt so, okay, da kommen jetzt halt so ein paar radikalere Töne und das fand ich halt dann im Vergleich zu Dara dann auch ganz gut, so das Gespräch. Aber ich kann es auch gar nicht beurteilen, deswegen, ich sammle auch gerade einfach Eindrücke. So ein bisschen. Weil der Typ ja schon sehr groß wird, ne? Also der ist jetzt, glaube ich, schon einer der größten Streamer mittlerweile geworden, so Linken. Mhm. Ich finde auch, dass er eigentlich ein lustiger Kerl. Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nee. Also, er ist ein lustiger Kerl und er ist auch jemand, der gut sein kann für Linke. Ich kann halt mit der Annäherung an den Realsozialismus überhaupt nichts anfangen. Das liegt aber jetzt nicht an ihm. Das ist ein generelles Ding. Ich verstehe auch nicht in der Linken, wieso man krampfhaft den Punkt machen muss. Ja, Lenin war nicht so scheiße wie Stalin. Und ja, Lenin war nicht so scheiße wie Stalin, aber trotzdem ist nichts von dem, was irgendwie jetzt Lenin gemacht hat nach der Revolution, für mich irgendwie auch nur ein Referenzpunkt. Also das ist einfach ein grundsätzliches Ding, was er und ein paar andere allgemein, was in der Linken, finde ich, zu viel Fuß fasst, dass man jetzt sagt, ja, wir müssen die Symbole von realsozialistischen Regimen weiterverwenden, damit wir irgendwie Identifikationspunkte haben. Das hilft halt nicht, wenn diese Identifikationspunkte in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nur gescheiterte Versuche und eigentlich nur kein Vorbild sein soll. Also das sind halt so meine allgemein formulierten Kritikpunkte, die ich schon woanders gesagt habe. Mehr kann ich leider nicht sagen. Ich glaube, es kommt einfach sehr auf die Gesellschaft an, in der man sich eben auf diese Symbole bezieht. So, es gibt einfach Regionen auf der Welt, wo das noch sehr gut funktioniert, aber ich glaube, die wenigsten Leute auch haben jetzt einen rein identitären Bezug da drauf, sondern die sind dann halt Marxisten, Leninisten, aber das, was ja einfach sehr stark ist in den unterschiedlichen Traditionen des Marxismus, Leninismus, ist natürlich eine unterschiedliche Herangehensweise, eine unterschiedliche Strategie und auch eine Abgrenzung von, sagen wir mal, das, wo sie jetzt so große Revision, großen Revisionismus irgendwie ausmachen, sei es jetzt irgendwie 1956 Kruschnow, sei es dann eben Deng Xiaoping in China oder so, wo man dann die Unterschiede ausmacht. Aber ganz viele von diesen unterschiedlichen Traditionen versuchen natürlich auch alle negativen Punkte auf eine Person zu münzen. Also auch Trotzkisten beispielsweise, die sagen dann, wäre jetzt Trotzki rangekommen, wäre alles super gewesen und unter Lenin war noch alles super und ab Stalin, ab da ging dann eben die Katastrophe los und da war dann auf einmal alles voll mit Bürokratie und Repression und davor war irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und das ist natürlich davor dann, war das alles selbstverwaltet von den Arbeitern. Ja, und das ist halt einfach dann ziemlicher Mist, aber es funktioniert natürlich auch ganz gut, weil man sich dann ganz vielen Diskussionen nicht stellen muss. Und da bin ich dann auch immer froh um wirklich die ehrlichen Stimmen innerhalb von diesen Strukturen, die dann auch sagen, vielleicht einen Schritt zurück und vielleicht auch mal schauen, da waren schon viele von den Punkten, die ihr da kritisiert, eigentlich auch schon da vorhanden. Aber ich glaube, das ist einfach eine Schuldabwehrsache. Und Identität spielt natürlich auch immer eine Rolle, ne? Wenn man sagen kann, wir hatten hier schon mal eine Gesellschaft, die irgendwie existiert hat. Guck mal an, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Es sind einfach nur ganz viele antikommunistische Lügen, die irgendwie darüber verbreitet wurden, was jetzt Repression und fehlende Bananen angeht. Nein, also man muss jetzt nicht irgendwie die Lügen vom Schwarzbuch des Kommunismus oder so übernehmen, um zu sagen, dass die Regime jetzt nicht... die waren jetzt eher das Grüne vom Ei und nicht das Gelbe vom Ei. Das kann man schon
sagen, ohne jetzt irgendwie Propaganda zu übernehmen. Ja, brauchen halt auch einfach eine eigene Betrachtung des Ganzen, ne? Also eine, wo man halt auch gewisse Sachen auch anerkennen kann, halt auch von realsozialistischen Ländern, ohne jetzt halt irgendwie zu, dann, das heißt ja noch lange nicht, dass man da Grundsätze von politischer Ausrichtung halt dann davon übernehmen muss oder so. Das ist halt vielleicht auch bei uns ganz spannend, für alle, die uns halt nicht kennen, weil wir halt, wir haben zum Beispiel auch eine Folge zum Maoismus mal gemacht, ganz am Anfang noch, mit noch nicht so guter Soundqualität und so. Und da haben wir halt auch dann uns probiert, Mühe zu geben, einfach das Ganze, ja, uns anzugucken, so was kann man auch vielleicht davon übernehmen, was ist halt auch spannend daran und was kritisieren wir halt daran. Und das hat natürlich diesem ganzen maoistischen Milieu halt total gut gefallen. Und die fanden das einfach cool, dass halt mal so Anarchisten dann nicht nur auf so einer oberflächlichen Ebene einfach sagen, ja, das ist alles irgendwie Müll und so weiter, sondern halt sich dann wirklich angucken, was kann man vielleicht auch davon mitnehmen oder so. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch für uns ganz, wir gelten dann ja auch oft so ein bisschen bei so vielen leninistischen Leuten dann halt so die, als die stabilen Anarchos sozusagen. Und ich finde das eigentlich auch ganz nett, so dass man dann halt in einem solidarischen Austausch einfach steht, wo man halt auch harte Kritik an Sachen übt, die halt scheiße sind, aber auch anerkennend sein kann, wenn man halt auch dann ähnliche Interessen und Kämpfe halt auch führt. Ne? Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass man sich einfach die Leute aus ihren eigenen Texten und mit einem ehrlichen Interesse anschaut. Und das würde ich sogar sagen, dass, da geht es sogar bis hin eigentlich nicht nur bei linken Kräften, wo das ja schon vielfach nicht gemacht wird, wo die Leute einfach eine vorgefertigte Meinung haben, eine Ablehnung und dann eigentlich nur noch Argumente für ihre Ablehnung suchen. Das geht für mich sogar eben auf rechte Kreise über. Also das war ja auch ganz witzig, dass wir es auch immer wieder haben, wenn wir uns beispielsweise so die AfD oder den Faschismus angeschaut haben oder auch das BSW, dass die Leute dann auf einmal sagen, ja, ich komme eigentlich vom anderen Lager, aber ich habe mir das jetzt angehört. Ihr habt euch dem Ganzen ja irgendwie ehrlich gewidmet, weil ich finde, dass es wirklich eine Sache ist, die bei vielen Linken meiner Meinung nach falsch läuft. Es muss eigentlich so sein, dass erst die Argumente kommen und aus der folgt dann eigentlich die Ablehnung. Und ich gehe nicht mit der Ablehnung und der vorgefertigten Meinung dran, selbst beim politischen Gegner, und suche mir dann einfach nur gute Argumente dafür, warum ich das sowieso schon scheiße fand. Weil da versperrt man sich nämlich die Sicht auf viele Dinge und kommt dann auch zu Fehlcharakterisierung und jetzt mal selbst aus einer strategischen Sicht bei einem politischen Gegner zu einer Fehlcharakterisierung, wo die ganz einfach drauf zeigen können, aufzeigen können, ey, was du da gesagt hast, ist Mist. Bestes Beispiel, ja, du, AfD du und einfach Nazi. Ja, sagen die Leute hier, guck mal an den und den Punkten, wir sind keine Nationalsozialisten, ganz offensichtlich nicht. Sehr einfach. Ja, und das ist auch jetzt etwas, was jetzt meine Debate-Pro-Seele, die stört sich immer sehr, wenn wir einen Talk anfangen mit einem Menschen, den wir zu Recht nicht mögen als Linke, ja klar. Und dann gleich in den ersten 5 Minuten anfangen mit den Beschimpfungen. Man muss zuerst einmal zeigen, wieso das jemand ist, der ablehnenswert ist, wieso die Ansichten, die die Person vertritt, nicht zu akzeptieren sind, wenn man irgendjemanden überzeugen will. Mhm. Weil da sitzt jetzt eine neutrale Person, keine Ahnung, worum es geht, hat jetzt auf das YouTube-Video geklickt und in den ersten 2 Minuten ist der Linke so, nein und du Scheißwichser, alles Nazis, weg mit euch. Naja, wen soll das denn überzeugen? Also das, und man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt, wenn du einem Marxisten-Leninisten nicht zuhörst oder wenn du dir deren Texte hernimmst und sagst, naja, schaut's mal her, dann ist es nicht schwierig, da das autoritäre den autoritären Moment drinnen herauszulesen und das dann halt auch präzise zu kritisieren. Also das ist ja nicht das Schwierigste. Und die Mühe sollte man sich schon machen, wenn man irgendwie Gehör bekommen will. Ja, das Schlimme ist ja, die Leute übertragen das ja sogar auf die Leute auf der Straße. Einfach ganz normale Gespräche, die man mit Leuten hat. Wenn man irgendwie hört, also für manche Leute reicht es ja dann auch schon, keine Ahnung, ist halt ist irgendwie überzeugter SPD-Wähler. Oder wenn es dann noch zu AfD-Wähler oder BSW-Wähler geht, noch viel schlimmer, wenn die Leute dann so, oh, da rede ich jetzt gar nicht drüber. Ja, du wählst ja eine Nazi-Partei und dann meinen die damit am besten noch das BSW so. Dann gibt es ja immer diese Hochrechnung, je nachdem wie genau, viel Prozent. Genau, mit so vielen Leuten darf ich nicht mehr sprechen. Genau, je nachdem wie viel Prozent die AfD hat, gibt es dann immer, ja, mit so und so viel Prozent der Bevölkerung kann ich jetzt nicht mehr reden. Mit so und so viel Prozent kann ich jetzt nicht mehr reden. Mit so und so viel Prozent kann ich nicht mehr reden. Ja, okay. Lassen wir es einfach. Nein, also, aber ich glaube, dass da sehr viel, also das habt ihr ja auch kommuniziert. Akademisch, habt ihr auch gesagt, dass man da sehr viel Menschen einfach abholen kann, wenn man sagt, ja.
ich sehe deine Probleme, ich habe ja auch manchmal Schwierigkeiten, die genau du da jetzt sagst, aber die kommen nicht von den Ausländern, sondern die kommen von, dann erklärst du halt, naja, wie wäre es eigentlich, wenn du pro Stunde 3 Euro mehr bekommen würdest? Das wäre im Monat, wäre das schon ein großer Unterschied. Oder wie wäre es, wenn du nicht so viele Überstunden machen musst, weil einfach du entsprechend mehr Lohn bekommst, dass eine normale Arbeitswoche ausreicht für dich. So. Und wie wäre es, wenn es einfacher wäre für dich, dieses und jenes bei uns zu beantragen? Ja, okay, dann vielleicht schauen wir, dass wir das mehr lokal organisieren, dass du nicht mit so viel Bürokraten zu tun hast. Einfach, und so nach und nach kannst du dann halt die Menschen bei deren, das war jetzt ein schlechtes Beispiel mit der Entbürokratisierung, aber egal, dass du die Menschen bei deren Sorgen abholst und dann diese Probleme, die halt real sind, die nicht die imaginierten sind, oh, ganz am anderen Ende von Deutschland hat jetzt ein Asylanträger, sag mal so, jemand, der Asyl beantragt hat, der hat jetzt dann halt 2 Frauen geschlagen. Okay, das ist dann eine Bild-Headline und das regt den Menschen in Südbayern auf, weil das in Hamburg passiert ist. So. Und dann muss man sich halt auch fragen, naja, warum ist das so, warum emotionalisieren diese Themen von überall dort? Naja, weil nur die diskutiert werden. Und warum werden nur die diskutiert? Weil häufig einfach für die mondanen Probleme, die Menschen haben, kein Gehör gefunden wird, weil da, naja, der Erste, mit dem man darüber spricht, ist der vom Amt und der interessiert es natürlich überhaupt nicht. Und sonst sind die Menschen nur darin verhaftet, über Bild-Headlines zu sprechen. Das heißt, da einfach die Realität der Menschen zu verstehen und dann die aber zu nutzen, um zu erklären, woran es eigentlich scheitert in der Realität, das ist verdammt wichtig. Und es geht halt nicht, wenn du sagst, okay, ich rede halt nicht mehr mit, ich rede nicht mehr mit AfD-Lern, mit CSU-Lern rede ich auch nicht mehr. Naja, dann redest halt mit 40% der wahlberechtigten Bevölkerung dein Bundesland nicht mehr. Kommt drauf an, wenn du in Thüringen bist, redest du mit 90% nicht mehr. Ungefähr. Ja. Ungefähr. Damit wir das jetzt hier nicht komplett übergehen, wir hatten auch noch 2 Fragen aus dem Chat gehabt. Ja, wir haben unseren Chat komplett ignoriert, die einfach während des Gesprächs. Ja, die haben auch, ja, ich auch Familie und so diskutiert. Aber 2 Sachen waren halt noch drin gewesen. Das ist ja auch für die traditionelle Kernfamilie, oder? Ja, ja, genau. Ja, okay. Sehr. Und Familie ist das Wichtigste. Ja, sowieso. Ja, aber tatsächlich, ja. Nur zwischen Mann und Mann oder Frau, Frau. Großer Mama. Also Mama ist die Beste. 2 Sachen, eine auf dich als Individuum bezogen und das andere auf deine regionale Identität. Das erste wäre einmal, gibt es noch die Wiener Kaffeehauskultur? Und das andere wäre, wie wirkt sich deine politische Einstellung auf dein Studium aus? Ja, es gibt die Wiener Kaffeehauskultur. Ich bin nicht so oft dort, weil ich trinke nicht viel Kaffee. Manchmal gehe ich mit Studierenden ins Café. Da trinke ich halt einen Tee und die bestellen sich einen Melange oder einen verlängerten. Und ja, so ist auf jeden Fall sehr am Leben, eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also Nachtzeit nicht. Bei coolen Cafés auch in der Nachtzeit, aber da sehe ich eigentlich immer Leute sitzen, es ist sehr gut gefüllt. Es gibt einige linke Cafés, die sehr based sind, wo du einfach wo du so im Aushang siehst, ja, da ist jetzt übernächste Woche ist so eine anarchistische Veranstaltung, also da gibt es viele, es gibt eine sehr linke Kaffeekultur auch, in manchen Bezirken halt nicht in allen. Mhm. Im Großen und Ganzen, so traditionell? Ja, traditionell? Es gibt schon manche, aber die meisten alten Cafés sind nicht so, das sind eher neue Cafés, die so von Hipstern gegründet wurden, so vor 20 Jahren oder so. Also ja, gibt's und ist sehr schön. Also wenn jemand sagt, ich würde einmal nach Wien fahren, Urlaub machen, einfach nur für die Cafés, ja. Vielleicht nicht bei den ganz nobelsten, weil die sind häufig für Touristen, geht's in so kleine Kaffeehäuser. Besonders empfehlenswert ist, finde ich, das Votiv. Da könnt ihr auch als Studierende hingehen, könnt ihr schon lesen, gibt's ein Studierzimmer, wo es ruhig ist, gut zum Lernen. Also ja, macht's das, kommt's nach Wien und geht's Kaffee trinken. Und die 2. Frage, meine politischen Ansichten, wie sich die im Studium auswirken, naja, nachdem in der Politikwissenschaft in Wien 80% der vortragenden Marxisten bis noch weiter links sind, passt das ganz gut. Ja.
also ich meine, mein politisches Interesse für Marxismus, im weitesten Sinne jetzt nicht so theoretisch fundiert, einfach mit dem Gefühl, dass Kapitalismus zu überwinden gilt und das besser verstehen zu wollen. Deswegen studiere ich Politikwissenschaft und ich habe nicht gewusst, dass die Uni Wien so kritisch ist. Aber in, also ich meine, Theorie vor allem, aber jetzt auch was vieles, auch was empirische Forschung angeht, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist in der in Politikwissenschaftsfakultäten, sind auch sehr viele Leute, die sich in der marxistischen Tradition verorten. Die machen dann halt, die werten dann halt Statistiken aus, aber trotzdem mit so einem mit einem marxistischen Denkhintergrund, wo man sagen kann, ja, da ist man wohl aufgehoben als Linker in der Politikwissenschaft in Wien. Also wenn ihr Politikwissenschaft studieren wollt und ihr habt die Möglichkeit, kommt nach Wien, das ist sehr gut. Gibt ja auch, glaube ich, viele Deutsche in Wien, oder? Ja, es gab doch mal diese Demonstration gegen deutsche Studenten. Echt? Ja, in diesem Sinne tatsächlich Ausländer raus. Es sind mehr Deutsche als Österreicher, die Politikwissenschaft studieren. Nein. Krass. Die größte Migrantengruppe mit Deutschen in Wien. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich mit mehr deutschen POVI-Studenten, also relativ eng, enger befreundet bin als mit österreichischen. Also ja, tatsächlich. Benimmt sich unsere Aber Diaspora das stört denn? Mich ja persönlich, ich habe ja kein Problem mit Ausländern. Benimmt sich unsere Diaspora denn? Sie benehmen sich gut, ja. Das ist schön. Also, nein. Also ich meine, wenn sie sich nicht benehmen würden, wären sie nicht meine Freunde. Also ich suche mir ja nicht Menschen aus, wo ich sage, aber der benimmt sich scheiße. Gehen wir gemeinsam lernen, aber ja, okay. Kommt, glaube ich, auf die Kreise an, in denen man sich rumtreibt. Ja, ich kann dazu sagen, nachdem ich, was jetzt so, nein, also es sind halt manche ideologische Ansichten, vertrete ich halt nicht, also viele sind tief drinnen im so postkolonialen Denken, da bin ich halt eher vorsichtig, weil ich da bin ich tatsächlich mit dem reaktionären Revisionisten Omri Böhm, dass der Postkolonialismus auch schlechte Seiten hat. Das heißt, aber sonst, ich meine, sind alle super lieb, sind sehr kapitalismuskritisch alle, wie gesagt. Also ich kenne wirklich keinen einzigen POVI-Studenten, der sagt, Kapitalismus, das funktioniert. Und ich kenne sicherlich 30, 40 Leute relativ gut, wo ich sagen kann, ja, mit denen habe ich schon mal über Kapitalismus kritisch gesprochen, zumindest kurz. Also wenn ihr links seid und ihr wollt studieren, dann studiert Politikwissenschaft in Wien. Oder in Deutschland wahrscheinlich auch. Habt ihr was studiert eigentlich? Oder Selbststudium? Ja, ich studiere gerade Anglistik und Philosophie. Und vorher habe ich Logistik studiert. Philosophie? Philosophie. Oh, nice. Was interessiert dich daran? Im weitesten Sinne einfach die behandelten Denker. Also ich fand es tatsächlich ganz interessant, so als ich, glaube ich, gestartet habe, fand ich es interessant, sich einfach mal so Philosophiegeschichte anzuschauen. Und ich finde es halt recht interessant, weil wenn man sich das so anguckt, ganz lange einfach alles Mögliche unter Philosophie gefasst wurde und sich nach und nach eben die anderen Wissenschaftstraditionen so daraus entwickelt haben. Ja, und jetzt im aktuellen... Der Wissenschaften, ja. Ja, und jetzt im aktuellen hat es mir halt die Möglichkeit geboten, eigentlich vor allem marxistische Denker zu studieren. Aber auch generell einfach einen recht großen Überblick auch. Also was ich am spannendsten finde, ist eigentlich politische Philosophie jetzt mit so erkenntnistheoretischer Philosophie oder so Ontologie, Fragen des Seins und so, habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Okay. Deswegen habe ich da einfach den Fokus auf politische Philosophie gelegt und ich glaube, auch von dem, was wir dann so an Seminarüberschneidung haben, gibt es da irgendwie eine, zumindest bei uns, recht große Übereinkunft von Studenten der Sozialwissenschaft und der Philosophie. Bei mir, ich bin weit, weit weg von Universitäten. Mein Schulweg ist früh beendet gewesen. Ja, ich muss leider auflegen, ich rede nicht mit Nicht-Akademikern. Nein, ja, nice. Ja. Ja. Also, kommt nach Wien, geht's Kaffee trinken. Ja, also, ohne Spaß, das klingt echt ein bisschen wie gelebte Utopie für mich, was ihr da habt. Er ist ein großer Kaffeetrinker. Ja. Ja. Ja, wir müssen irgendwann mal nach Wien auf jeden Fall. Es ist nicht nur eine Frage von Wollen, das ist eine Frage von Müssen inzwischen. Ja. Ja. Ich meine, eure Zugreisen sind ja scheiß teuer.
Ist das in Österreich irgendwie günstiger? Na, wir haben das Klimaticket. Also wir haben ja... Ja, wir haben auch das Deutschland-Ticket. Ihr habt auch das Deutschland-Ticket immer noch? Ja. Ja, ja. Für 49 Euro ist das, glaube ich. Die wollen das jetzt erhöhen vom Preis her, aber ja. Aktuell... Ja. Ich dachte, das gibt's nicht mehr. Es gab das 9-Euro-Ticket ja lange. Das weiß und dann wurde das eben... Das wird noch so weitergeführt. Also es gibt, glaube ich, gerade vor allem von der FDP immer jetzt noch eben... ich weiß jetzt gar nicht, obwohl du bist ja in deutscher Politik drin. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch spannender als österreichische. Aber dass eben vor allem die FDP eben... stark immer dran dagegen zu stehen. Stimmt gar nicht, es wird nur über österreichische Politik nicht so viel gesprochen. Es gibt nicht die Talkshows. Also ich meine, deutsche Politik ist schon sehr lustig, aber österreichische ist eigentlich noch viel. Aber ja, vielleicht... Weil es einfach auf österreichisch ist, ja. Mhm. Vielleicht kommt es ja irgendwann dazu, dass wir nach Wien kommen, ins Kaffeehaus ja. Und wir dich dann halt hier auf... Na, wir können einen Live-Podcast machen. Ja. Eine Currywurst einladen im Ruhrgebiet oder so. Also komm gerne auch hier vorbei, so. Ja, ist... Was ist schöner, Ruhrgebiet oder Wien? Naja. Ruhrgebiet, aber das ist ja klar. Ich meine, bei euch gibt es die Currywurst, ja. Ja. Wie lange würdet ihr nach, also ich habe ja keine Ahnung, wo Deutschland ist. Das Ruhrgebiet, wo ist das? Ist das so im Nordwesten gefühlt? Tief im Westen. Wo die Sonne verstaubt. Ja, ist es besser. Viel besser, als du glaubst. Ja, also okay. Das ist halt wirklich so ganz tief im Westen. Du kannst es dir eigentlich vorstellen... Ich dachte, es ist im Norden. Nee, es ist halt... Weil Nordrhein... Kennst du vielleicht dieses Stück auf der Deutschlandkarte, was so an die Niederlande grenzt? So. Ja. Du hast halt diesen langen Bereich. Das ist das Münsterland. Das ist eigentlich unsere Bufferzone gegenüber den Niederlanden. Unser Vorhof. Ja, ich sehe es, ja. Ich sehe es. Mit Düsseldorf. Mein Onkel hat lange das gehört Zeit nicht dazu. Nein, das gehört nicht dazu, ganz wichtig. Nicht? Nein. Das ist der erste Fehler, den du schon mal abschalten NRW? Kannst. Was? Ist nicht der mitten von NRW? Nee. Bin ich doof? Was? Düsseldorf ist ja doch schon relativ mittig in NRW, ja. Aber es ist nicht Ruhrgebiet halt. Das ist halt der Regierungssitz. Ich dachte, er hat's von... Entschuldigung. Na, egal, ich schaue jetzt auf eine Deutschland. Es interessiert mich eigentlich nicht so. Also, Deutschland ist jetzt nicht so ein Land, wo ich sage, ja, da würde ich gerne wissen, wo jedes Bundesland ist. Gibt es das, also das ist ja in Österreich, ist es ja noch leichter, weil wir haben 9 Bundesländer. Aber es gibt so Straßenumfragen, wo so gesagt wird, schau, Österreich-Karte, jetzt zeichne mal ein, wo die Donau verläuft. Und das könnte man ja meinen, dass das Österreicher wissen, vor allem in Wien, wo die in Wien wohnen. Und die Donau, die verläuft einfach zwischen Vorarlberg und Tirol und geht dann nach Italien runter. Und hat solche Sachen. Also das würde ich gern mal wissen, dass man einfach die Einbürgerungstests, die gemacht werden, die man so bestehen muss, damit man dann Staatsbürger werden darf in Österreich, wenn man das einmal der österreichischen Normalbevölkerung übergibt, mich inkludiert, ob wir das bestehen würden. Weil ich glaube, das wäre ein sehr gutes politisches Signal, um zu zeigen, ja, vielleicht sollten wir das vereinfachen, dass Leute hierher kommen dürfen. Sally, an dich, das klären wir dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ne? Ja, genau. Ja. Na, ich meine, ihr könnt die Deutschlandkarte mitnehmen, ich druck die Österreichkarte aus und wir machen so gegenseitiges. Ja, wo verläuft der Rhein? Ja, das wär eigentlich ganz geil. Ja, wie gesagt, wenn für den Fall, dass wir uns irgendwann mal treffen und so ein Live Geografie-Quiz untereinander. Ja. Also, weil kein Scheiß, ich glaube, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Könntest du eine Stadt außer Wien? Also ich meine, das ist ja auch das Problem an Österreich. Du hast halt Wien und dann hast du halt so Innsbruck, Ödnis. Innsbruck und ich glaube auch, dass Braunau am Inn. So genau könnte. Graz. Salzburg. Genau. Ja, guck mal, es läuft so. Nein, aber ich meine, ob du die auf der Karte so sagen könntest, da ist Salzburg. Nee, natürlich nicht. Das würde mich jetzt interessieren. Könntest du ja alle 9 Bundeshauptstädte, also Bundeslandeshauptstädte? Von Österreich? Ja. Nein. Also, ich kann doch nicht mal alle 9 Bundesländer aufzählen. Probieren wir mal. Also, ihr habt schon Innsbruck gesagt, Salzburg, Graz. Das sind Wien, gleichzeitig auch 4. Das sind die Landeshauptstädte, ja. Ja, Wien. Wien habt ihr schon, ja? Da sind wir doch schon ganz gut dabei. Ihr seid gut dabei, ja? Ich bin gerade im Überlegen. Also, österreichische Kärnten? Städte, Braunau kenne ich halt noch, aber sonst. Wenn ihr noch ein Fünftes schafft, dann habt ihr schon gewonnen.
Na wurscht, also ihr könnt es mir jetzt eigentlich nicht umgekehrt fragen. Wichtig ist, Graz heißt Stalingrad und Salzburg heißt Salzpetersburg, okay? Das sind Zürich. Zürich. Das sind die zwei Umtaufungen, die stattgefunden haben. Ja. Also Stalingrad, weil da ist die KPÖ, stellt die Bürgermeisterin, und Salzpetersburg, weil da ist der Kai-Michael Dankl nicht Bürgermeister, aber zweitstärkste Kraft. Kommt jetzt auch gerade nochmal in Chat die Frage, wir können ja nochmal kurz über die KPÖ sprechen. Das ist natürlich auch interessant, was du jetzt zur KPÖ sagst, weil wir haben bisher halt eher so einen, ich würde schon sagen, eher einen oberflächlichen Blick da drauf. Ja, nein, also ich kann sagen, die KPÖ ist sehr based. Sie hat sich sehr stark distanziert von ihrer, ja, in Teilen stalinistischen Vergangenheit. Das hat sie sehr glaubhaft gemacht. Ich finde, dass sie gut argumentiert. Ich kann ihre Außenpolitikposition nicht teilen, aber alles andere sonst ist eigentlich eins zu eins das, was ich als politische Partei fordern würde. Kann ich sagen. Also ich finde, die KPÖ ist sehr based. Ich glaube, es ist halt echt, dass für so eine Entwicklung von einer anarchistischen Bewegung ist es, glaube ich, echt nicht einfach, dass es halt so eine, also das ist, weil die KPÖ ist ja wirklich sehr anerkannt in fast allen Teilen der Linken. Also immer, wenn ich Leute gefragt habe aus Österreich, haben die nicht immer gesagt, dass sie cool ist und so. Mhm. Und ich glaube, das ist echt nicht einfach für eine anarchistische Bewegung, dann dagegen anzukommen, wenn es halt eine linke Partei gibt, wo halt alle Linken oder fast alle Linken sagen, jo, ist eigentlich gut. Real, ne? Genau. Ist ein Problem, ja. Ich gucke gerade mal auf die Karte von Österreich und ich sehe auch einfach keine anderen Städte. Als was? Ich finde gar keine neuen auf Google Maps zusammen. Will ich eigentlich in eine Partei eintreten? Ich bin in die SPÖ eingetreten, um für den Andi Babler zu stimmen. Tatsächlich. Und hat sich ausgezahlt. Er ist Parteivorsitzender. Das ist starker Aktivismus. Danke. Was hältst du vom, sonst mit der SPÖ kann ich nichts anfangen. Was haltet ihr vom Andi Babler, was ihr mitbekommen habt? Nicht? Findet ihr nicht? Wir haben nichts mitbekommen. Wirklich nicht? Also kein Scheiß. Nicht über den geschimpft in der bürgerlichen Presse? Der nennt sich selber Marxist und ist jetzt Chef der SPÖ? Also... Unser ganzes Mindset befindet sich zwischen Rhein und Ruhr. Wir tun nur immer so, als hätten wir noch irgendwie. Also ich weiß, glaube ich, real über Politik von ein paar anderen Ländern deutlich mehr als über die von Österreich. Ja. Also ich meine tatsächlich, was hier... Ist schlecht, weil jetzt kommen dann die Faschos an die Macht. Das wisst ihr, oder? Ja, also was tatsächlich hier so ein bisschen besprochen wurde, war einfach generell KPÖ und so die Herangehensweise. Also gerade eben dieser Versuch, so als Basisbewegung mehr aufzutreten, Sozialberatung zu machen, so ein Krams halt, weil das auch tatsächlich von der Partei Die Linke jetzt als deren neue Maxim versucht wird aufzugreifen. Und die sagen halt, die KPÖ in Österreich ist eigentlich so ein bisschen jetzt Vorbild geworden für das, wie wir jetzt eigentlich hier den Karren wieder aus dem Dreck bekommen wollen, nachdem das, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen mit eben Die Linke als Bewegungspartei der radikalen Linken irgendwie nicht so funktioniert hat. Ja, das ist gut gesagt, nicht so funktioniert. Es hat aufgehört zu existieren. Ja. Ja, guck mal, Knosper fasst es gut zusammen. Mehr Wissen über Transnistrien schreibt er, okay. Ja. Kennst du? Nein, kenne ich nicht. Was ist Transnistrien? Ist das ein Meme bei euch? So ein bisschen. Grüß dich, Dara. Würde ich auf jeden Fall sagen, guck, such es mal auf der Karte. Lohnt sich. Mach ich gerne. Was? Der Bold Anarchist fragt vielleicht noch, was deine... Oh nee. jetzt nicht schon wieder. Da wird abgeblockt. Nee. Das wollen wir jetzt nicht auf. Ja, okay, dann würde ich sagen. Nein, gerne, fragt. Nein. Das ist bei uns. Ich weiß, das kriege ich hier. Ich will das Meme hören. Ich will das Meme hören. Es gibt ein Atomkraft-Meme bei uns, aber das werden wir jetzt nicht ausdiskutieren. Vielleicht können wir das uns ja dann... Atomkraft. Das können wir als Cliffhanger nutzen. Genau. Und sagen über Atomkraft. Ich meine Atomkraft sicher, aber nicht mehr so lang. Also, weiß nicht.
klingt ja erstmal ganz gut. Da können wir ja beim nächsten Mal dann intensiver drüber reden. Was mich aber vielleicht noch... Ich würde gerne wissen, was das Meme ist. Ich halte die Fresse, ich sag... Nein, das ist halt einfach nur, die Leute finden es halt unterhaltsam, dass ich eine, sagen wir mal, differenzierte Position zur Atomkraft habe. Und mir keinen Maulkorb von der linksgrünen Regierung da irgendwie aufziehen lasse. Ja, ich meine, ist ja sinnvoll. Ja, ich meine, man kann ja machen, aber die Zukunft ist nichts. Nee, aber also bei uns in Deutschland jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr, weil man halt den großen Fehler begangen hat mit dem Atom. Aber das, wie gesagt, ist eine Sache. Es gibt halt nicht mehr so viele Brennstäbe. Ja, aber die Uranvorkommen, die hätten ja schon, also ich glaube, damals prognostiziert, als ich mich irgendwie als Jugendlicher intensiver damit auf 200 Jahre oder so, aber wie gesagt, das ist ja keine Ahnung. Da kann man mal was, kann man mal wann anders drüber reden, das nutzen wir als Cliffhanger. Wie gesagt, was mich aber nochmal interessieren wird, bevor wir gleich Schluss machen, ist einmal, was, weil du hast ja gerade schon irgendwie so ein bisschen auch mit Adam Something und so das angeschnitten, was sind Leute, die du wirklich regelmäßig auf YouTube oder auf Twitch oder so konsumierst und wo du sagen würdest, das hat dir vielleicht so auch auf dem Weg viel mitgegeben? Some More News auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind gut. Nein, Some More News ist sehr empfehlenswert. Ich kann also einfach Some More News, ja. Das ist gut. Ich meine immer noch Wash. Manchmal, ich schaue mir gerne seine Streitereien an. Das finde ich sehr unterhaltsam. Das ist so mein Gym-Content. Weil ich mich dann drüber aufrege und dann geht es schnell, obwohl dein Bizeps trainiere ich ja nicht. Ja, ansonsten, ich meine, was ich viel konsumiere, ist Thilo Jung, seine Interviews. Häufig auch sehr kritisch, also dass ich mich ärgere. Aber dann hin und wieder gibt es auch die Rare Thilo Jung W's. Ja, das fühle ich. Gibt es sonst noch was, was ich regelmäßig schaue? Eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Ich höre Podcasts viel. Also ich höre Wohlstand für alle. Ich höre die 29er. Ich höre Well, There's Your Problem. Ich höre dann einen gibt es noch. Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast, TLDR. Hm. Und dann höre ich noch, einen habe ich jetzt noch vergessen, gell? Genau, den Behind the Bastards höre ich mir auch noch an. Hm. Das ist auch gut. Da schauen die sich so an, ja, wie war Hitler eigentlich privat? Und dann schauen sie sich das an. Und so. Ja. Aber sind halt auch Leftists, also sehr lustig. Das sind so die Dinge, die ich konsumiere. Jetzt habe ich ja eigentlich meinen ganzen Tagesablauf geliefert. Also ich gehe um 2 Uhr in der Früh schlafen, stehe um 11 Uhr auf, höre dann meinen ersten Podcast, esse zu Mittag, dann gehe ich schwimmen, dann meinen zweiten Podcast, lese ein bisschen, stream und dann von vorne. Es ist ein wunderbares Leben, Dankeschön. Ich wollte auch gerade sagen, gibt es schlechtere Leben. Ja. Nein, sicher. Also manchmal muss ich noch an die Uni, aber das hält sich in Grenzen. Was konsumiert ihr so? Außer Nachrichten für euren Podcast? Ich glaube, bei dir ist es etwas übersichtlicher. Oder? Ich werde hier immer so runtergebuttert. Nein, also ist ja jetzt nichts Positives oder Negatives, nee, wie viel man konsumiert. Nee, auf jeden Fall. Also ich konsumiere halt einfach allgemein weniger jetzt irgendwie großartig Podcasts und sonst was. Aber tatsächlich, ja, Anarchie und Cello aus Österreich. Mhm. Ab und zu halt 99:1. Und das, was halt dann gerade einfach ansteht für unser Projekt halt viel, ne? Mhm. So mit den aktuellen Nachrichten. Oder jetzt halt wie für das Gespräch heute oder so, dass ich dann auch von dir jetzt Sachen konsumiert habe. So was halt, ne? Es tut mir leid. Aber nein. Zu wenig. Wenn du meine Videos geschaut hast. Ich habe es ja schon gesagt, dass ich es überwiegend genossen habe. Das Gespräch mit Erwin habe ich mir halt nur zur Hälfte gegeben, weil es halt einfach übertrieben anstrengend war, weil der Typ halt, ja egal. Ja. Ja, ich bin auch nicht happy mit dem Gespräch. Also ich hätte klarer meine Punkte. Ich habe es halt nicht fassen können. Vielleicht müssen wir da kurz drauf eingehen. Ich habe es nicht fassen können, wie er einfach sagt, ja, meine Position ist unmoralisch, aber Realpolitik. Also das hat mich einfach so überrascht. Keine Ahnung, was ich darauf sagen soll. Ja, und es war halt einfach so eine Nischendiskussion über halt irgendwelche Dinge, die ich halt nicht mitverfolgt habe, wie jetzt halt Erwin irgendwelche
skurrilen Konflikte mit irgendwelchen anderen Streamern beurteilt oder so, das interessiert mich halt nicht. Ne? Ja, so, das finde ich, ich habe versucht, eh davon wegzukommen. Ja. Das hast du ja auch inzwischen auf so linkem YouTube oder so einfach auch viel mehr, dass die Leute sich dann ach, wie hieß nochmal dieser eine große Konflikt, den es gab? Grabenkampf, weißt du das? Nee. Freiraum, Reh und Shuyoka. So, Shuyoka, ja. Da sich alle irgendwie ganz viel mit. Also mit sowas kann ich auch. Na, aber die Linken nicht. Ich ja, meine, die Linken haben halt die ganzen Rechten, die so gesagt haben, ja, scheiß Feministenfotzen sollen die Fresse halten, die halt dieses Video 200 Mal gemacht haben. Da haben halt die Linken gesagt, ja, vielleicht nicht. So. Ja, aber es gab auch schon aber viele Leute, die sich da voll irgendwie so ein verausgabt haben. Ja. Das ja, ist halt... Nein, schon. Ja. Ja, aber ansonsten, also, was ja auch schon reingeschrieben wurde, 99:1 ist halt, sind ja Genossen von uns. Die ich ja, da bin ich ja jetzt ein bisschen mehr reingekommen, tatsächlich. Ja, das finde ich auch. Also, da habe ich immer nur den, da habe ich immer den Donauwalzer konsumiert. Das dachte ich mir schon. Alter, Raoul. Ey, davon ausgehend kann ich aber auch sagen, was anderes, was ich dadurch jetzt entdeckt habe, ist der Kein-Kommentar-Podcast mit dem Herbert Auinger, der, glaube ich, da dann auch in der Diskussion drin war, so ein Gegenstandpunktler. Finde ich unfassbar unterhaltsam, wie der das macht. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen was über euer exotisches Land gelernt. Das kann ich empfehlen, der startet auch, finde ich, den Podcast immer sehr schön. Wir können mal 99:1 anhauen, dass sie Gregor mal einladen. Ja. Nein, ich kann vielleicht verraten, ich bin eben mit ein paar im Gespräch. Ich nenne jetzt nicht die Namen, also nicht das, also weil das, ja. Also nicht, dass jetzt irgendwie ich so giftig bin, dass man mit mir nicht in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden möchte, aber ja, da kommt auch was. Ja. Nice. Freue mich schon. Sehr gut. Was man vielleicht auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, wenn du Behind the Bastards magst und so diesen, sehr, wie heißt der nochmal, Robert Evans, der Host, ne? Also so von dem Stil her, kann ich dir auf jeden Fall noch Conflicted empfehlen. Das ist so ein Podcast, den ich auch jetzt entdeckt habe, eben durch die, weil wir bald auch eine Folge über Islamismus machen werden. Und meistens. Pro wahrscheinlich. Was? Pro Islamismus wahrscheinlich. Ja, richtig. Sowieso. Wegen der Basisarbeit. So. Und dem anti-westlichen Ressentiment. Ist halt bei uns sehr im Ruhrgebiet kann man halt nicht gegen Islamismus sein. Das ist halt so stark, da muss man halt dafür sein. Genau. Einfach so ein bisschen Basisarbeit der Masse anwandeln. Ja, man kann da irgendwie jetzt keine Gegenöffentlichkeit machen. Ja. Ja. Bin auch ein großer Freund einfach von apokalyptischem Denken. Sehr gut. Todeskult. Genau. Richtig. Ich hoffe auch auf die Wiederkehr des 12. Imams. Nein, Al-Mahdi. Die Linke sind am effektivsten, wenn sie sagen, macht's antikapitalistischen Kampf oder ihr sterbt's. Sehr richtig. Ja. Wenn ihr dann im Kampf sterbt's, auch gut. Ja, genau. So müssen wir das machen. Das kann man sich das abschauen, ne? Von, genau. Ja. Man muss in Kultstrukturen arbeiten, sehr richtig. Allen Sachen einfach offen und ehrlich begegnen. Das Positive mitnehmen, was man findet, ne? Das hast du bei allen politischen Strömungen. Daran mit dem Vorschlag Anarcho-Islamismus. Was haltet ihr davon? Es ist eine Idee, auf die Welt gewartet hat, würde ich sagen. nein. Chat macht nicht Islamismus. Islamismus schlecht. Na gut. Von meiner Seite, ich kann sagen, danke für die Zeit. Hat mich sehr gefreut. Einige Fragen sind mir klarer. Also zu einigen Fragen habe ich Antworten bekommen. Sag ich mal so. Nein, ich meine, die Frage habe ich auch schon gestellt. Wie findet ihr das, dass ich halt den Anarchismus jetzt nicht die ganze Zeit erwähne und nicht die ganze Zeit sage, wir machen Anarchismus, sondern es halt eher als Bezugspunkt habe, wo ich halt dann meine andere Argumentation darauf aufbaue. Das habe ich euch eh schon gefragt, aber das ist so vielleicht wahrscheinlich der Grundkonflikt, dass ich halt nicht so involviert bin, darin Anarchismus zu verteidigen oder dafür zu argumentieren, wie ihr. Also wie seht ihr das allgemein? Würdet ihr sagen, ist ein großes Problem oder kann ich immer noch euer Freund sein? Du hattest ja schon ein bisschen am Anfang, bist du da drauf eingegangen. Vielleicht sogar ein Punkt, der, finde ich, da einfach total wichtig ist und wo ich auch sagen würde, das ist auch das Positive daran, ist natürlich, dass du einfach Leuten dadurch nochmal einen anderen Zugang dazu bringst. Also ich glaube, wir brauchen einfach
breites Spektrum an Leuten, die sich so Anarchismus unterschiedlich nähern. Und was ich bei dir auch gut finde von dem diesen Parts, die ich jetzt gesehen habe, wo du eben dann den Anarchismus ansprichst, was halt gut ist, ist, dass du es einfach unaufgeregt machst und einfach so auch sagst, als wäre es was total Normales. Und das ist eigentlich das, wo es wirklich sehr, sehr viel dran mangelt. So, dass Leute einfach unaufgeregt und darüber sprechen, als wäre es einfach eine ganz normale, respektable politische Position. Vielleicht, was ich halt noch wichtig finde als Ergänzung, ist einfach, dass man halt diese Verbindungen dann stärker sucht. Also unabhängig davon, wie du das jetzt halt betrachtest und auslegst, ist es dann einfach, denke ich, eine gute Sache, wo jetzt halt auch so einen Beginn dafür gelegt zu haben, vielleicht mit diesem Gespräch, dass man da einfach, dass eine stärkere Verbindung auch zu dir und halt dem, was es halt sich so als anarchistische Bewegung sieht, gibt, weil das ja ist ja auch für dich auch trotzdem nochmal auch ein Milieu an Leuten, die dann halt auf dich auch wo vielleicht ich Geld kommen. Verdienen kann. Genau. Du hast ja auch hier mit, wie heißt das nochmal, wo man hier dieses Hello Essen. Fresh. Ja, genau. Da, ja. Das ist eine ganz. Man weiß, dass ja hier die anarchistische Bewegung ein ganz kaufkräftiges Milieu, was dann halt in deinem Stream. Kam der eigentlich auf dich zu? Ja, und ich wollte das auch schon immer haben. Und die haben so gesagt: Ja, du kannst die erste Box bestellen mit deinem Code, dann kriegst du es gratis. Da haben sie mich, also sie hatten mich schon bei Gratis und bei Essen. Also okay, ich hoffe, dass uns das auch bald passiert, dann können wir auch unsere Bücher damit drauf terrorisieren. Ich kann euch, kriegt ihr fix hin. Okay, na, aber das ist halt vielleicht so ein Aspekt, ne, dass man einem, dass diese Verbindung dann halt mehr geschmiedet wird, das finde ich halt wichtig. Und dann einfach, wie sich das für dich entwickelt, das musst ja du auch wissen letztendlich. Und man tauscht halt dann die Argumente aus und die Sichtweisen da drauf. Und erstmal ist es einfach, freuen wir uns darüber und es ist stabil. Mhm. Ja, der wichtigste Aspekt politischer Arbeit ist, wie wir wissen, dass man die eigenen Taschen füllt. Das lernt man in den Parteiakademien als erstes. In dem Sinne mache ich schon mal alles richtig. Ja. Nein, also ich fand das Gespräch unfassbar spannend. Ich habe noch nicht viel über Anarchismus auf meinem Kanal gesprochen. Es freut mich, dass es mit euch am Anfang gewesen ist. Ich finde auch, und das kann ich auch sagen mit den Anarchistinnen, mit denen ich privat auch zu tun habe, sind eigentlich immer entspannte Typen. Also das ist etwas, was ich sehr schätze. Also immer, wenn ich über Anarchismus spreche und die Leute, die dann darauf ansprechen, also privat, halb öffentlich beim Studium, also zwischen die Leute, die dann da stehen bleiben und dann drüber plaudern, das sind immer coole Typen. Also das ist etwas, was mir jetzt in meiner persönlichen Erfahrung, ich kenne auch ein paar MLs, naja, das sind die Anarchisten, die chilligeren Typen. Schön also, zu hören, also. Ja, gibt natürlich auch andere Erfahrungen. Wenn ihr cool seid, macht weiter. Ich glaube, dass. Nein, vielleicht kann man es so sagen. Die Leute, die Politikwissenschaft studieren, also die sagen, ja, ich widme mich dem 20 Stunden in der Woche, die nehmen das vielleicht als etwas. Also die nehmen das vielleicht ernster, interessierter, politischer wahr, als die viel zitierten Lifestyle-Linken, wo man sagt, ja, Anarchismus ist halt eine Identität. Mhm. Und nicht jetzt irgendwie viel mehr. Also vielleicht sind die dann nerviger. Ich kann nur sagen, die sich noch extensiver als ich mit Theorie beschäftigt haben, das sind immer coole Menschen. Das heißt, wenn ihr coole Menschen suchen wollt, schaut euch um nach Anarchisten. Zumindest nicht nach, also nach Nazis auf keinen Fall und nach Anarchisten unter allen Linken am meisten. Nehmen wir so mit. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Und dann lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Für uns war es auch ein sehr schönes Gespräch. Ja, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, freut mich, dass ich euch Fragen so offen durfte mit den Fragen. Ja. Genau, das ist ja auch das Zeichen von dem guten Gespräch, dass man viele Fragen beantwortet, aber noch mehr aufwirft. Schauen, was wird. Ja. Ja. Dann wünsche ich euch viel Erfolg und ich schicke euch dann was auf Instagram, dann kriegt ihr auch die Sponsorships. Heftig. Sehr geil. Also, dann wünsche ich euch auch bei eurem Chat, liebe Leute, noch einen schönen Abend und haltet die Ohren steif. Macht's gut. Ihr auch. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Jo. Nices Gespräch, jo. Das war doch mal was. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bold Anarchist fand es auch ganz witzig. Ja, wir machen auch nochmal einen Shoutout hier.
Das können wir jetzt auch alles machen. Guck mal, da kommt sogar so ein Bild. Nochmal. Ja. Nee, wirklich cool. Also, und ich finde auch, also wir wollten das ja auch schon lange mehr machen, so ein bisschen mehr so Kollabo-Sachen und so. Und das fällt ja manchmal ein bisschen hinüber. Aber ja, ich meine, ich glaube, wir haben jetzt halt irgendwie so 25 neue Follower halt auch bekommen während des Gesprächs. Also auch nochmal natürlich ein Hallo an alle, die neu bei uns dabei sind. Und fand das jetzt auch von, ja, das Gespräch an sich halt einen tollen Anfang dafür. Und das ist ja halt auch, denke ich, für uns halt total wichtig, dass wir halt auch coole so Kollabo-Partner auch auf Twitch finden. Genau. Und, bei Folgen haben wir es ja schon immer themenspezifisch gemacht, aber ich glaube, so macht es dann auch Spaß, einfach mal untereinander zu quatschen. Da werden bestimmt jetzt auch noch einige drauf folgen. Ja, und Gregor auch einfach einen Typ mit einer interessanten Perspektive, mit einer auch erfrischenden Perspektive, auch auf anarchistische Ideen. Neue Unterstützung von Cray935. Danke dir, Cray. Und auch danke an alle eure Unterstützung, die wir auch gar nicht kommentiert haben währenddessen. Sehr, sehr cool, dass ihr heute am Start wart und ja. In dem Sinne würde ich dann sagen, machen wir jetzt auch für heute Schluss. Auf jeden. Schönen Abend noch. Jo, und diesen Glück Sonntag auf. Überblick. Glück auf, wir sehen uns.